Schönen guten Abend, good evening. Herzlich willkommen bei der diesjährigen Literatur im Herbst. Nachhallendes, Nachhaltiges. Ich darf Sie begrüßen im Namen der Alten Schmiede Kunstverein Wien und auch im Namen von Angelika Reitzer, die gemeinsam mit mir das diesjährige Programm konzipiert hat, von der auch der ursprüngliche Themenvorschlag stammt. Und Angelika Reitzer wird auch gemeinsam mit mir, Erich Klein und Erich Hackl, unsere Autorengäste, Autorinnengäste der diesjährigen Literatur im Herbst vorstellen, einleiten und im Gespräch moderieren. I heartily welcome, ich heiße herzlich willkommen alle unsere diesjährigen Autorinnen und Autorengäste, Ines Geipel, Judith Götz, Amanda Michalopoulou aus Griechenland, Oleseia Varemtschuk, Oksana Sabuschko, Hildegard, Elisabeth Keller, Ines Geipel, Wenke Mühleisen, Karin Harasser, Karl-Heinz Delvo, Florian Barani, Anja Penias, Marion Boschmann, Jürgen Nenster, Micha Mazzini, Maria Gamilczek und Katalin Florescu. Alleine an dieser Aufzählung sehen Sie, dass wir ein umfassendes internationales, dichtes Literaturprogramm haben, Gespräche, Debatten zum Thema Nachhallendes, Nachhaltiges. Wie viele Geschichten und wie viel Geschichte tragen wir in uns und wie hinterlassen wir die Welt, in der unsere Nachkommen leben sollen, sollten? So das Submotto von Angelika Reitzer. Ich darf jetzt die Kollegen von der Regie bitten, die Grußworte der Stadträtin für Kultur und Wissenschaft, Veronika Kaub-Hassler, auf das Bild zu bringen. Sehr geehrte AutorInnen, liebes Publikum, sehr geehrtes Team um Walter Famler von der Alten Schmiede, ich bedauere sehr, dass ich heute nicht analog zu Ihnen sprechen kann. Leider gibt es so viele Termine in einem kulturell hoch aufgeladenen Herbst, dass ich nicht überall sein kann. Aber ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen bei einem erneuten wichtigen Augenblick für Literatur, internationale wie österreichische Literatur, in der Literatur im Herbst. Es geht um die Frage, wo wir stehen, where are we now, um Nachhallendes und um Nachhaltigkeit, um den Begriff von Zeitenwende, der, wenn man sich mit Literatur beschäftigt, zu hinterfragender ist, denn wir sind immer in unterschiedlichen Zeitenwenden begriffen. Wenn wir die Literatur verfolgen und große Schritte zurückmachen, aber auch im Jetzt sind, merken wir, dass die Brüche in Biografien, die Brüche einer sich stets verändernden Gesellschaft immer wieder thematisiert werden. Visionäres wird ebenso zum Gegenstand der Literatur wie Dystopisches. Und hier hat Literatur immer wieder die Kraft, große Visionen auch zu etablieren, zu entwickeln. Schon lange ist das Thema der Klimakrise auch Teil einer Literatur, die uns begleitet. Es sind Fragen einer körperlichen Veränderung auch schon lange Thema der Literatur. Also die Frage von Extensions, von technologischen Ersetzungen menschlicher Körperteile. Das findet sich in unterschiedlichen Literaturen dieser Welt immer wieder. Insofern verarbeitet Literatur Ängste, Befürchtungen, konkrete Geschichten, aber auch Fiktionales immer wieder neu in Sprache und verwandelt sie poetisch. Und das ist eben auch die Kraft, die wir haben, wenn wir uns mit Literatur auseinandersetzen. Ich freue mich sehr, dass der Bogen weit gespannt ist von großartigen AutorInnen in diesem Programm. Darunter auch ein Herzstück für mich, nämlich
ein Schwerpunkt mit Pier Paolo Pasolini, der mich sehr früh schon als Schülerin zur Literatur begeistert hat, in seiner Auseinandersetzung mit dem Friaul, mit der katholischen Kirche, mit dem Kommunismus, mit auch anderen Sprachen, weil er gerade sich besonders eingesetzt hat, auch für Sprachen, die dabei sind, vergessen zu werden oder die unterdrückt werden. Ich beneide Sie alle, dass Sie das alles erleben dürfen und wünsche ein gutes Gelingen bei diesem wunderbaren Festival. Ja, normalerweise in persona. Sie hat mich gebeten, Sie noch einmal ausdrücklich zu entschuldigen, Veronika Kaup-Hasler. Sie wäre gerne gekommen, aber es war kurzfristig eine Terminkollision, wie sie das gesagt hat. Nachhaltiges, Nachhallendes. Ich erlaube mir noch ein paar Sätze des von Angelika Reitzer und mir verfassten, gezeichneten Editorials vorzulesen. Seit dem Angriff auf die Ukraine wird unter dem in Politik und Medien häufig verwendeten Wort der Zeitenwende unter anderem der Wandel in der Außenpolitik einiger westlicher Staaten verschlagwortet. Ab 1989 mit der Auflösung der kommunistischen Systeme in Mittel- und Osteuropa. Und in der Klimapolitik wird unter dem Eindruck immer näher rückender Umweltkatastrophen der Ruf nach einer Zeitenwende lauter. Dass die Krisen unserer Gesellschaften, Demokratie, Klimawandel, soziale Ungerechtigkeit, autoritäre Konflikte nicht urplötzlich und schlagartig über uns gekommen sind und kommen, sondern sich kontinuierlich und über nationale Grenzen hinweg vergleichbar entwickelt haben, zeigt die aktuelle internationale und deutschsprachige Literatur vielschichtig und vielstimmig. Wir haben uns bemüht, diese Vielschichtigkeit und Vielstimmigkeit in diesen 3 Tagen über unsere Autorengäste, und wir sind froh, dass es uns gelungen ist, alle, die wir uns gewünscht haben, in diesen Post-Corona-Zeiten hier auch vor Ort real und analog ins Odeon zu bringen. Diese Vielschichtigkeit und Vielstimmigkeit möchten wir anhand der Autorengäste, anhand ihrer Bücher darstellen. Den Einleitungsvortrag werden Sie hören von Georg Seslen. Wir hatten Georg Seslen schon hier zu Gast bei der Literatur im Herbst vor 2 Jahren. Er ist Jahrgang 1948 in München geboren, studierte Malerei, Kunstgeschichte und Semiologie, er ist bekannt als Filmkritiker und Kulturkritiker, Autor zahlreicher Bücher. Warum wir ihn ausgewählt haben für diesen Eröffnungsvortrag, ist eine Publikation, Georg Seslen, Das zweite Leben des Dritten Reiches, Postnazismus und populäre Kultur. Die These ist nicht fern, und ich glaube, es stimmen viele zu. Auf eine gewisse Weise legt das sogenannte Dritte Reich nicht nur in Österreich weiter fort. Die Geisteshaltung und Ideologie der NSDAP hat sich vielschichtig, untergründig und übergründig immer wieder fortgesetzt. Sie haben das sicher gehört, der Vorfall gerade jetzt im österreichischen Bundesheer mit einem Reserveoffizier, der mit einer SS-Uniform herummarschiert und diverse Grüße loslässt und offensichtlich nicht entsprechend sanktioniert wird von der zuständigen Ministerin. Solche Vorfälle haben wir immer wieder. Georg Seslen, auch Corona-bedingt, kann leider selbst nicht auftreten aufgrund einer Erkrankung, einer chronischen, die jetzt wieder ein bisschen akut geworden ist. Deswegen haben Ärzte empfohlen, dass er ist fast in Quarantäne. Er hat uns aber
in dieser Quarantänesituation basierend auf einem Text, den Sie schon finden in unserer aktuellen Sichel, Faschismus und Faschisierungen, ein methodischer Vorschlag zur Kritik von Post-, Teil- und Neofaschismus in unserer Gesellschaft. Es gibt, ich glaube, viele von Ihnen haben die Sichel schon bekommen, einige werden den Text schon studiert haben und die Sichel liegt auch hier auf. Auf Basis dieses Vortrages hat er einen filmischen Vortrag begleitet. Sie werden seine Stimme hören und eine entsprechende Bebilderung. Dieser Vortrag wird circa 35 Minuten dauern und dann werden Ines Geipel und Judith Götz mit mir basierend auf den Vortrag ein Gespräch führen und Sie haben dann auch die Möglichkeit, sich in das Gespräch einzuschalten. Georg Sesslen, Faschismus und Faschisierungen. Ich bitte die Regie um den Vortrag Georg Sesslen. Dankeschön. Fangen wir mit einer ebenso banalen wie unerträglichen Feststellung an. Die Gesellschaften des Westens sind in Auflösung begriffen. Und dies auf allen Ebenen, auf denen man das, was Gesellschaft sein soll, überhaupt bestimmen kann. Auf der Ebene der mehr oder weniger demokratischen Regierungen, auf der Ebene der mehr oder weniger liberalen Konsensbildungen, auf der Ebene der moralischen Grundwerte, wie sie etwa das Dreieck Menschenrecht, Bürgerinnenrecht, Rechtsstaatlichkeit vorsieht, auf der Ebene des Common Sense, der alle Debatten und Konflikte von einer gemeinsamen Basis des Faktischen, des Wissenschaftlichen und des Empirischen entfalten würde. Auf der Ebene der liberalen Geschlechter- und Familienordnungen, auf der Ebene von Infrastrukturen und sozialstaatlicher Grundversorgung, auf der Ebene von Ökonomie und sozialem Status, vieles mehr und am Ende schließlich auch auf der Ebene der Erzählungen, der Bilder und der Begriffe. Die kulturelle Auflösung der westlichen Gesellschaften ist mehr als ein Aufbrechen von Konflikten zwischen Meinungen, Religionen, Ideologien. Dass diese verschiedenen Lehrmeinungen, selbst wenn sie einander logisch und moralisch ausschließen, nebeneinander existieren können, das gehört ja zu den Grundlagen des Liberalismus, dessen Wurzeln mittlerweile 500 Jahre zurück verfolgt werden könnten. Nein, diese Auflösung der westlichen Gesellschaften entsteht aus zwei inneren Hauptursachen. Von den Nebenursachen und den äußeren Ursachen müsste man in anderem Zusammenhang sprechen. Die erste Ursache, diese Gesellschaften, die offensichtlich nur noch in Form der Dauerkrise vorstellbar sind, haben die Fähigkeit verloren, sich selbst zu erkennen, zu verstehen, zu kritisieren und zu verändern. Es sind Gesellschaften, die blind und taub gegenüber ihren eigenen Widersprüchen geworden sind und die sozusagen nur noch in einer Illusionsblase von sich selbst fortexistieren. Die zweite Ursache, diese Gesellschaften haben eben das verloren, was ihre Begründer als Letztbegründung von liberaler Gesellschaft und demokratischer Regierung angeführt haben. Thomas Paine hat in seinem Pamphlet definiert, das zum Mitauslöser des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges wurde. Er nannte es Common Sense, was wir sehr unterschiedlich übersetzen, einmal als gesunden Menschenverstand, ein andermal als allgemeine Grundüberzeugungen, vielleicht auch einfach die Vorstellung von Wirklichkeit, die eine signifikante Mehrheit eines Volkes teilt. Ohne einen Common Sense machen also weder Liberalismus noch Demokratie Sinn. Die Auflösung des Common Sense in der westlichen Gesellschaft wiegt für ihren Auslösungsprozess so schwer wie der innere Zerfall von Infrastruktur, von moderierenden Kräften gegenüber der wachsenden Ungleichheit, von Vertrauensverlust zwischen Regierungen und Regierten. Nicht trotz, sondern gerade wegen einer fast schon totalen Medialisierung der Öffentlichkeit leben die Menschen in den westlichen Gesellschaften nicht mehr in den gleichen Erzählungen,
nicht mehr in den gleichen Ikonografien, nicht mehr in den gleichen semantischen Systemen, nicht mehr in den gleichen Begriffen und Logiken. Und damit ist eine Basis des Liberalismus und der Demokratie verloren. Die Fähigkeit nämlich, Erkenntnisse in Debatten zu gewinnen, Kompromisse zu finden, Respekt gegenüber konkurrierenden Lehrmeinungen zu zeigen und die Rechte von Minderheiten zu wahren. Beides gehört zu dem Phänomen, dem Liberalismus und Demokratie in ihrem derzeitigen Zustand offenbar hilf- und ratlos gegenüberstehen, immer größere Blöcke von Gesellschaften, Klassen und Kulturen und sogar Staaten spalten sich ab in eine Gegenposition. Sie wird zunächst durch einen formlosen Brei der Verbindungen von Verweigerungen, Konservatismen, Fundamentalismen, Rechtspopulismus, neuer Rechter, Post- und Neofaschismen und schließlich neuen Einheiten von Regierung und Gesellschaft gebildet, die zumindest partiell als faschistisch zu beschreiben sind. Der Brei der präfaschistischen, reaktionären, aber auch psychotisch-esoterischen, populistischen und nostalgisch-retromanischen Energien, sozusagen die Nährlösung des neuen Faschismus, gedeiht gerade unter den Bedingungen eines Liberalismus in heilloser Auflösung. Das Problem dieser erschöpften und in Auflösung begriffenen liberalen Gesellschaft besteht nun darin, dass sie erst reagiert, wenn aus diesem Brei der manifeste Faschismus geworden ist. Und in weiten Teilen ist diese Gesellschaft derart an sich selbst erschöpft, dass sie es nicht einmal dann tut. Was sich hier abspielt, wäre unvorstellbar ohne ein weites Feld von Abkehr, Gleichgültigkeit, Isolation und Rückzug. Was dabei entsteht, wurde schon vor geraumer Zeit definiert als hilfloser Antifaschismus, als Versuche, das Wirken faschistischer Personen, Institutionen, Bewegungen, Diskurse zu dokumentieren, die toxischen Wirkungen der populistischen und retromanisch-reaktionären Propaganda zu analysieren, Staat und Gesellschaft zu einer rechtsstaatlichen Gegenbewegung zu drängen, Verharmlosung, Verleugnung und Relativierung zu kritisieren und so weiter. Hilflos wird dieser Antifaschismus aus Mangel an einem sozialen und politischen Resonanzraum. Aber ein Nebenaspekt dieser Hilflosigkeit besteht vielleicht auch in einem theoretischen Mangel. Ich schließe diese Vorüberlegungen mit einer weiteren trivialen wie unerträglichen Feststellung ab. Die demokratischen Institutionen von Bildung und Information, der akademische wissenschaftliche Apparat, die Justiz, die Oligopole der Mainstream-Medien und die allgemeine Pädagogik, sie alle haben in den letzten Jahrzehnten bei der Erfüllung ihrer Aufgabe den demokratischen Staat und die liberale Gesellschaft vor der Gefahr einer inneren Faschisierung zu warnen oder gar zu bewahren, auf geradezu beschämende Weise versagt. Einige dieser Institutionen sind im Gegenteil sogar zu Einfallstoren der neuen Faschismen geworden. Auf jeden Fall können wir uns nach einem näheren Blick auf diese sozialen Subsysteme über den fundamentalen Mangel an Selbstaufklärung und Selbstheilung nicht wundern. Ich möchte also, um auch einen theoretischen Paradigmenwechsel vorzunehmen, das Interesse von klassischen oder auch weniger klassischen Definitionen dessen, was jenseits der Grenze zwischen bürgerlicher und faschistischer Gesellschaft liegt, hinlenken auf das Prozessuale, auf das, was auf so verschiedenen Ebenen geschieht, um ein bürgerliches in ein faschistisches Subjekt zu verwandeln, einen liberalen in einen faschistischen Diskurs, eine demokratische in eine faschistische Institution, ein bürgerliches, kleinbürgerliches oder auch proletarisches Milieu in ein faschistisches und so weiter. Die Rede also soll sein, nicht allein vom Endergebnis, also einem Faschismus, der sowohl Züge des alten historischen Faschismus trägt, als auch neue, sogar überraschende Züge, sondern vor allem von Bewegungen der Faschisierung, die auch dann verheerende Wirkungen haben, wenn sie am Ende vielleicht doch nicht
zu dem besagten Endergebnis führen, nämlich dem Zusammenschluss faschistischer Gesellschaftsteile mit faschisierten Formen von Regierung. Ich schlage dazu 5 Denkmodelle vor, die man jeweils mit einer Frage beginnen kann. Erstens, wie kommt es, dass der bürgerliche Liberalismus, der ursprünglich aus einer Verbindung von kulturellem, politischem und ökonomischem Liberalismus bestand, immer wieder umkippt in einen Wirtschaftsliberalismus, der sich mit Hilfe diktatorischer, autokratischer oder faschistischer Regimes gegen die eigenen Gründungslegenden wendet? Karl Marx hat das schon vor langer Zeit am Beispiel der französischen Bourgeoisie gezeigt, die zunächst eine Revolution gegen das Feudalsystem mittrug und sich dann aus Sorge um den eigenen Besitz gegen die Freiheitswerte wandte, die sie selber aufgestellt hatte. Wiederholt hat sich das in der Weimarer Republik, denn auch im deutschen Faschismus könnte man davon sprechen, dass sich ein Bürgertum durch totale Diktatur gegen sich selbst verteidige, wie es der israelische Historiker Ishai Landa in seiner Studie Der Lehrling und sein Meister, liberale Traditionen und Faschismus, erklärt. Zitat: Dass viele jener schockierenden und extremistischen Positionen des Faschismus, die gewöhnlich als Angriffe auf den Liberalismus betrachtet werden, die Verachtung der Demokratie, die Diktatur, der Angriff auf den Rationalismus und die wissenschaftliche Objektivität, die Propaganda, der chauvinistische Nationalismus und der imperialistische und rassistische Krieg außerhalb des liberalen Settings historisch undenkbar sind. Der Faschismus war das organische Ergebnis von Entwicklungen, die im Wesentlichen, also nicht vollständig, innerhalb der liberalen Gesellschaft und Ideologie stattfanden. Er war ein extremer Versuch, die Krise des Liberalismus zu lösen, indem man seine inneren Widersprüche durchbricht und die Bourgeoisie auf diese Weise vor sich selbst zu retten. Soweit das Zitat. Die These also: Faschisierung entsteht unter anderem durch die heillosen Widersprüche von politischem, kulturellen und ökonomischem Liberalismus. Dass dazu noch ein direktes Interesse von Teilen der Wirtschaft an einer faschisierten Gesellschaft und einem reaktionären Staat besteht, muss nicht mehr betont werden. Es genügt aktuell übrigens ein Blick auf die Finanzierung von rechtspopulistischen und neofaschistischen Parteien. Zweitens, der Übergang von bürgerlich-konservativen zu reaktionär-fundamentalistischen und schließlich faschistischen Systemen ist gewiss fließend. Es gibt allerdings zugleich Bruchlinien dazwischen, die man sowohl individual als auch gruppenpsychologisch interpretieren kann. Für etwas, das an einer solchen Bruchlinie besteht, schlage ich das Modell von Faschismus als einer Tätergemeinschaft vor. Die Beziehung in einer faschistischen Gruppe bestehen sehr ähnlich einer kriminellen Vereinigung auf den Prinzipien von Initiationstaten, man bewirbt sich durch ein Hassverbrechen um die Aufnahme in einer solchen Gemeinschaft, von Mitwissen, man unterwirft sich einer Abhängigkeit, die durch das Mitwissen und die Mitschuld zu einer wechselseitigen Erpressung führt, durch Verkultung der Gemeinschaft, Rituale und Symbole umkleiden den Kern der Taten und schließlich durch Hierarchisierung bis zum Führerprinzip. Und das Prinzip wir gegen die anderen wird total. Einerseits bedeutet die retromanische Idyllenkonstruktion die Schaffung einer künstlichen Gemeinschaft, in der Familie, Stamm und Volk die zentralen Rollen spielen, sozusagen Dinge, die im Gegensatz zu den Erwerbsdingen und dynamischen Beziehungen in der komplexen Gesellschaft aus Liberalismus, Demokratie und Kapitalismus niemand in Frage stellen und niemand nehmen kann. Faschismus ist so gesehen eine Identität des Last Resort. Es scheint der Ort gefunden zu sein, wo die Selbstidentifikation fraglos wird. Kein Wunder, da sie ja schließlich nur aus einer Fiktion besteht. Und zugleich Ursprung und Ziel
zugleich Voraussetzung und Ergebnis ist. Andererseits aber ist die Tätergemeinschaft auch eine ideale Art der Verarbeitung von negativen Erfahrungen, Schuld, Kränkung, Isolation, Ablehnung. Ganz direkt lassen sich ja viele faschistische Subkulturen als soziale Auffangbecken sehen. Der Keim des Totalisierens freilich steckt in jeder Tätergemeinschaft. Die faschistische Tätergemeinschaft ähnelt einerseits einer barbarischen Horde, die Abspaltung einer wilden und aggressiven Gruppe aus einem Verbund, und sie ähnelt auf der anderen Seite einer modernen Organisation, oder genauer gesagt einem Teil der Organisiertheit der Gesellschaft seit dem 19. Jahrhundert. Das Ziel der barbarischen Horde ist die Kontinuität von Tat- und Täterwissen als mythischem Kern. Das Ziel der modernen Organisation dagegen ist die Inbesitznahme des Staates. Die Tätergemeinschaft, die zur Herrschaft gelangt, darf sich zunächst sicher sein, dass, da es nun in der Gesellschaft, in der sie aufstieg, keine Instanz mehr geben kann, die sie moralisch oder juristisch verurteilen könnte. Aber gleichzeitig ist man auch als Täter in der Welt auf neue Weise sichtbar geworden und man muss nun ganz andere Strafen fürchten. Der Krieg ist unter anderem eine Reaktion der Tätergemeinschaft gegen die drohende Verurteilung und dabei nutzt dem Rest der Welt kein Appeasement, denn der Impuls zum Krieg kommt aus der Tätergemeinschaft selbst. Sie kann ohne ihn nicht weiter existieren und sie muss selbst dort Gewalt anwenden, wo es nach dem bürgerlichen Begriff von Macht gar nicht mehr nötig wäre. Eine Tätergemeinschaft besteht nur in Bewegung. Der faschistische Mensch kann also das Scheitern im bürgerlichen Liberalismus repräsentieren, er kann aber auch das Scheitern des Liberalismus an der bürgerlichen Persona repräsentieren. In einer denkwürdigen Volte hat Jan Myrdal im Gesangwerk von Honoré de Balzac die Überlegung vorangestellt, man habe bereits hier den Beleg dafür, dass in der bürgerlichen Gesellschaft der Ursprung des Faschismus stecke, ein Jahrhundert bevor sich seine Elemente zu verklumpen begannen. Um in seiner Welt der Intrigen, der Konkurrenz und der Illusionen zu überleben, muss der Bürger zum Täter werden, in ein Monster aus Gier und Angst sich verwandeln. Doch auch dieses Monster des frühen Kapitalismus sucht nach einer Gemeinschaft unabänderlich der Täter. Drittens, der Widerspruch, der im Liberalismus als ein Geburtsfehler in der Verbindung von Kapitalismus und Demokratie steckt, steckt nicht zuletzt in der Klasse, die in guten Zeiten diesen Widerspruch bearbeitet und in schlechten Zeiten aus diesem Widerspruch mit Gewalt auszubrechen versucht, nämlich dem Kleinbürgertum, das ebenso wie zwischen Aufstiegshoffnungen und Abstiegssorgen auch zwischen Progressismus und Reaktion hin und her gerissen wird. Die Spaltungen der westlichen Gesellschaften in einen demokratisch-liberalen und einen reaktionär-faschistoiden Teil entspricht weitgehend der Spaltung dieser Klasse, die stets durch eine Wende nach rechts reagiert, wenn sich die Aussichten auf stetige Verbesserung des eigenen Status und die Hoffnung auf das entsprechende Stück vom Kuchen nicht erfüllen. Die Ängste, die gewöhnlich faschistische Propaganda schürt, sind dieser Klasse sozusagen eingeboren. Diese Ängste sind sogar größer als die Sicht auf die objektive Situation. Angst vor dem sozialen Abstieg ist leichter zu faschisieren als direkte Erfahrung von Armut. Aber zur gleichen Zeit ist auch die Anhäufung von sozialer Schuld, die sich durch die Konstruktion des narzisstischen Subjekts im Neoliberalismus noch einmal verschärft hat, ein Impuls dazu, in einer Gemeinschaft aufgenommen zu werden, fiktiv oder real, die solche soziale Schuld nicht nur verzeiht, sondern sogar in Tugend verwandelt. Ganz entsprechend geht es um die gemeinschaftliche Abwehr von universalen Ängsten. Man kann zum Beispiel faschisierte Szenen oder Szenen der Faschisierung beschreiben, die sich rund um Kulte der Verleugnung bilden. Verleugnung
der schuldhaften Vergangenheit, Verleugnung der kulturellen und sexuellen Modernisierungen, Verleugnungen der offensichtlichen Klimakatastrophe, Verleugnung wissenschaftlicher und medizinischer Evidenz, zum Beispiel bei Verschwörungsfantasten und Querdenkern, und am Ende, wir sehen, wie das alles zusammenhängt, Verleugnung des Common Sense. Viertens, der Neoliberalismus ist nicht nur eine Entfesselung des Kapitalismus, bei der gar nichts anderes entstehen kann als mächtige Gewinner, große Mengen an Verlierern und dazwischen die Entstehung eines besonderen Menschentypes, der sich zwar widerspiegelt findet, sagen wir in Romanen von Don DeLillo oder Filmen von Ruben Östlund, der aber noch keinen solchen umfänglichen Chronisten gefunden hat wie einen neuen Balzac. Der Neoliberalismus ist nicht nur eine besondere Form des Wirtschaftens, eine besondere Form der politischen Ökonomie und eine besondere Form merkantilistischer Außenpolitik, er ist auch Teil von Kultur, Gesellschaft und Psyche geworden. Die Nähe dieses Typus des neoliberalen Karrieristen zu Tendenzen der Faschisierung taucht in Romanen und Filmen immer wieder auf, allerdings eher in Form von geradezu dämonischem Horror und weniger in der Form der sozialen Verrohung, die wir im Alltagsleben erkennen. Die Parallelentwicklung von Neoliberalismus und Neofaschismus ist unübersehbar. Es wird allerdings diese Zeit, diese Entsprechung, auch in die Verästelung von Kultur, Medien und Alltag zu folgen. Selbst die gut gemeinten Romane und Filme beschreiben Faschisierung in aller Regel als Geschichten von heroischen, pathologischen, kriminellen oder dämonischen Ausnahmen. Die größte Gefahr indes geht von der Verknüpfung von Normalität und Faschisierung aus. So wie sich der Faschismus normalisiert in unserer Wahrnehmung, so faschisiert sich unsere Normalität. Diese Beziehung kann man unter anderem in einem fünften Denkmodell nachgehen, nämlich dem Angebot von Partialfaschismen in der populären Kultur. Das eine also ist die Beobachtung eines Prozesses. Eine Person, eine Gruppe, eine Institution, ein Medium, ein Diskurs kann dabei beobachtet werden, wie sie als Reaktion auf äußere oder innere Widersprüche, auf Kränkungen, Phantasmen, Ängste oder Begierden faschistische Züge annehmen. In unserem Alltag sprechen wir dann gern von Radikalisierung, von Wanderungen nach rechts, von Verschmutzungen und Vergiftungen sogar. Wir können solche Prozesse als Faschisierung begreifen. Vorgefundene Elemente werden in einen Prozess einer Transformation eingebaut, der mehr oder weniger schnell, mehr oder weniger bewusst und mehr oder weniger offensichtlich ablaufen kann. Man kann als Beispiele etwa die Faschisierung von sogenannten Impfgegnern sehen, die Faschisierung von Autoren und Künstlern und ihrer Adressaten, die Faschisierung von Szenen musikalischer Subgenres, die Faschisierung von Sprachspielen und so weiter. Die Elemente, die in einen solchen Prozess der Faschisierung eingebaut werden, lassen sich als Proto- oder Partialfaschismen bezeichnen. Thomas Ehrenfest versteht darunter, Zitat, tragende Elementarteile oder notwendige Puzzlesteinchen eines reifen Faschismus. Zitat Ende. Wir haben also einmal eine Unmenge von zunächst isolierten Bausteinen, die wir Partialfaschismen nennen, und dabei gibt es größere und kleinere, häufiger anzutreffende und seltenere, verschiedenfarbige und verschiedene funktionale Elemente. Und wir haben auf der anderen Seite des Bauens eine Bearbeitungsweise, die wir Faschisierung nennen, und dabei gibt es wiederum verschiedene Geschwindigkeiten, verschiedene Bauweisen, verschiedene Architekten. Alles das indes läuft auf ein gemeinsames Ziel hinaus, nämlich die Wieder- oder Neuerrichtung des gesamten oder eben des reifen, des totalen Faschismus, unter Umständen unter neuen Namen und mit einigen Korrekturen gegenüber dem historischen Vorbild. Partialfaschismen als Elemente und Faschisierungen als Prozesse
haben gegenüber einer allgemeinen und totalen Vorstellung von Faschismus einen entscheidenden Vorteil. Wir können künftig darüber reden, wir können sie detailliert und konkret beschreiben, wir können die Kritik schärfen, denn hier sind Einzelfall und Struktur im Gegensatz zum totalen Faschismusdiskurs kein Gegensatz, sondern eine dialektische Einheit. Und diese Kritik hat einen klaren Gegenstand, eine bürgerliche, kapitalistische, liberale und pragmatische Gesellschaft, die in sich und aus sich Bewegungen und Elemente des Faschismus zulässt oder hervorbringt. Diese Bewegungen und Elemente sind Methodik und Willen vorausgesetzt, zu beschreiben und zu kritisieren. Die Ausgangssynthese also lautet, die Nachkriegsgesellschaften des Westens, die sich als Alternativ zum deutschen, italienischen und japanischen Faschismus und zum Sozialismus sowjetischer oder maoistischer Prägung verstanden, waren zugleich politisch-ökonomisch-kulturelle Gebilde, die Partialfaschismen integrierten, also auch Faschisierung von Gesellschaftsteilen ermöglichten. Und das gilt auch für die Siegermächte, die ihre demokratische Kultur als Modell anboten. Eine Geschichte der amerikanischen und britischen populären Kultur legt das so nahe wie die Wendung der französischen Intelligenz nach rechts. Eine Gesellschaft wie die unsere ist ohne Partialfaschismen und ohne Faschisierungsmöglichkeiten nicht zu denken. Um den Begriff noch einmal zu schärfen, muss hinzugefügt werden, der deutsche Nationalsozialismus ist hundertprozentig faschistisch, aber nicht jede Form von Faschismus ist hundertprozentig nationalsozialistisch. Das bringt eine juristische und kulturelle Fehleinschätzung hervor, dergestalt, dass nämlich das Faschistische dann nur nicht fundamental bekämpft werden kann oder muss, wenn es nicht eindeutig nationalsozialistisch oder hitleristisch ist. Bemerkenswerterweise kann sich ja die putinistische Propaganda auf Nazis einschießen, ohne dass der Begriff Faschismus fällt. Ein Grenzbild wäre eine Gesellschaft, die sich von innen heraus aufgrund einer Ansammlung von sogenannter unpolitischer oder auch ungefährlicher Partialfaschismen unter dem Mantel der semantischen Unwissenheit faschisiert. Diesen Zustand haben wir bereits hinter uns. Spätestens nachdem die neue Rechte und die sogenannten Postfaschisten Antonio Gramscis Idee von der kulturellen Hegemonie gekapert haben und bewusst metapolitische Elemente taktisch und strategisch einsetzen. Der erste Trick dabei, und dabei folge ich noch einmal Thomas Ehrenfests wichtiger Arbeit Blitzkrieg Pop zu den Mythen des Faschismus in der Popkultur, bevor ich dann begrifflich und theoretisch meine eigenen Wege gehen muss, dieser erste Trick ist die Trennung von Form und Inhalt. Wird ein partialfaschistischer Inhalt vermittelt, behaupte er steif und fest, nichts Schlimmes gemeint zu haben, da ja keine faschistische Form untergekommen sei. Werden indes faschistische Formen, Ästhetiken und Symbole verwendet, behauptet man ebenso steif und fest, keine partialfaschistischen Impulse zu transponieren, da man ja mit den isolierten Formen gar keine faschistischen Inhalte gemeint habe. Auf diese Weise werden durch ihre Trennung sowohl partialfaschistische Inhalte wie auch partialfaschistische Zeichen frei verfügbar und sind in der Popkultur nomadisch unterwegs. Die eine Seite spielt frivol, ironisch, provokativ, subversiv, karnevalistisch und so weiter mit faschistischer Form, Symbol, Zeichen und Begriff. Die andere gibt faschistische Inhalte wieder, ohne dabei die inkriminierten Formen, Begriffe, Zeichen zu verwenden. Und diese Partikel nun wieder treffen auf die Klischees, die Charaktere und die Idyllen des Unterhaltungsbodensatzes mit seinen Bezügen zu Heimat, Volk, Nation und Familie und reagieren damit. Das Dreieck aus faschistischer Form, faschistischem Inhalt und volkstümlicher Medienkultur ist perfekt. Nicht nur, aber vor allem in der populären Kultur können wir also zwei Arten von Partialfaschismus unterscheiden.
Die faschistische Form, die ihre Beziehung zum faschistischen Inhalt leugnet, und der faschistische Inhalt, der sie der Beziehung zur faschistischen Form leugnet. Nehmen wir als zweite Matrix die unscharfe Gleichung von Faschismus und Nationalsozialismus, so ergeben sich die unterschiedlichsten Variationen des nicht haftbaren Faschismus. Nur zum Beispiel die faschistische Form, die keine Beziehung zu einem nationalsozialistischen Inhalt oder die keine Beziehung zur nationalsozialistischen Form zugeben will. Oder das nationalsozialistische Objekt, das jenseits aller faschistischen Formen und Inhalte Historie repräsentiert. Neben der reinen Semantik tut sich hier die zweite Grauzone auf, zwischen der Erinnerungskultur, die angeblich den antifaschistischen Konsens der Gesellschaft widerspiegelt, und der historisch-mythischen Beschwörung entsteht eine besondere Ambivalenz. Wir erinnern uns noch gut der Zeiten, in denen Mainstream-Presseerzeugnisse ihre Auflage durch eine beinahe schon serielle Abwechslung von unbegleiteten Frauen und Adolf Hitler auf den Titelbildern steigerten. Die Verbindung von Sexualität und Faschismus als Präsenz des Verbotenen in der medialen Sozialisationsgeschichte reicht übrigens in den älteren Medien aller westlichen Gesellschaften. Es gibt also formale Partialfaschismen, die Zitate der politischen Zeichen, die Simulation faschistischer Rituale, die faschistische Ästhetik und sei es die von Künstlern, die man auch in Teilen der liberalen ästhetischen Diskurse anerkennt, Leni Riefenstahl, Ernst Jünger, Veit Harlan und so weiter, die uniforme soldatische Ausrichtung, faschistische Spruchweisheiten à la »Meine Ehre heißt Treue« oder ähnliches, Körperbilder und Architekturpartikel und so weiter. Vier Impulse begegnen sich da, ein bewusstes taktisches Spiel mit der faschistischen Form, die subjektive oder kollektive Nostalgie, die sich im Familienroman oder im heimatlichen Milieu festsetzt, das frivole, karnevalisierte Maskenspiel, das zugleich Identifikation und mehr oder weniger ironische Distanz signalisiert, und schließlich ein vollkommen unbewusstes oder unterbewusstes Sprechen und Zeigen. Wenn eine deutsche Sportreporterin einen Sieg kommentiert, indem sie einem Sieger einen inneren Reichsparteitag attestiert, ohne dass sie sich dabei irgendeines semantischen Vergehens bewusst wird, dann zeigt sich daran, wie sehr partialfaschistische Elemente Teile von Sprache, Biografie und Fantasiewelt geworden sind. Es gibt auch diese grammatische Form dafür. Es spricht. Es spricht aus. Es spricht aus uns. Das heißt auch, es gibt partialfaschistische Äußerungen, die sich direkt der Akzeptanz und Sympathie des Mainstream andienen, und es gibt andere Partialfaschismen, der gerade der Provokation und der Schockwirkung dienen. Das Hakenkreuz an der Lederjacke des Punk sagt augenscheinlich nicht, ich bin ein Nazi, sondern es sagt, ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Wir übersehen dabei freilich keineswegs, dass auch faschistische Bewegungen jugendliche Dissidenz zu nutzen wussten. Wir tun also gut daran, der rotzigen Unschuld eines solchen Zeichens zu misstrauen. Partialfaschistische Elemente können ihre Beziehungen zu Form oder Inhalt des Faschismus auch insofern verleugnen, als sie sie ihrerseits auf vorfaschistische Impulse beziehen, wie zum Beispiel Kulte um nordische Mythen, um Heldenkonstruktionen, um religiöse und parareligiöse Vorstellungen, um heroische Kunstkulte, um Historisches oder um Dinge eben, die immer schon so waren oder die wir immer schon so gesehen haben, nur zum Beispiel die Phantasmen der Homophobie, des Antisemitismus, des Autoritarismus. Die Arbeit oder das Spiel mit Partialfaschismen werden dadurch erleichtert und ihre Kritik dadurch erschwert, dass der Faschismus oder die Faschismen weder eine konsistente Theorie noch einen ästhetischen Kanon hervorgebracht haben. Genauer gesagt, das, was wir gemeinhin
faschistische Ideologie nennen, ist selber nichts anderes als ein Gemisch von Mythen, Projektionen, Phantasmen, Symbolen, seriellen Narrativen, Fragmenten, Totem und Fetischaktualisierungen und so weiter. Allerdings handelt es sich bei diesem Brei nicht um zufällige oder wilde Mischungen, sondern alle Elemente stehen im Dienste einer einzigen, endgültigen Form. Die Errichtung einer sehr symbolischen Weltordnung, in der, wie Elias Canetti am Beispiel von Albert Speer aufzeigte, Vernichten und Errichten eine Einheit bilden. Wenn sonst nichts wäre, was die unterschiedlichsten Faschismen untereinander verbände, so wirkte doch der gemeinsame Wille, alles sowohl körperlich als auch semantisch, also symbolisch zu vernichten, was nicht faschistisch ist. Und wie das Faschistische, selbst ist auch das Nicht-Faschistische nicht auf bloßes, wenn auch antizivilisatorisches und unmenschliches Interesse zu reduzieren. Noch im kleinsten Phänomen des Partialfaschismus spukt die Sehnsucht nach der endgültigen symbolischen Ordnung der suggestiven Welt. Faschistisches Gedankengut wird selbst in den Manifesten und totalen Formen wie dem deutschen Nationalsozialismus weitgehend in den Formen vermittelt, die man anderswo als Unterhaltung ansieht. Niemand hat das übrigens besser gewusst und besser beschrieben als ein gewisser Dr. Joseph Goebbels. So viel Partialfaschismus die Unterhaltung enthält, so viel Unterhaltung enthält der Faschismus. Wenn man die mediale Geschichte des Nationalsozialismus untersucht, fällt einem auf, dass im konstanten Fluss der faschistischen Bilder und Begriffe und Narrative immer Platz ist für Partialbürgerlichkeit. Diese Partialbürgerlichkeit, die ihren Kontext ja dennoch kaum leugnen kann, wird im Übrigen in der deutschen und österreichischen Unterhaltungskultur fortgesetzt, nicht allein in der nostalgischen Wertschätzung für Schlager oder Filme aus jenen Tagen, sondern auch in einer besonderen Präsentationsform. Sportberichterstattung, Heimatserie, Melodrama und Komödie setzen eine faschistische Unterhaltungslinie fort, die auf den ersten Blick weder zur faschistischen Form noch zu faschistischen Inhalten zu führen scheint. Und schon gar nichts natürlich hat man mit Nazis oder Hitlerei zu tun. Erst der Blick auf das Fahnenmeer, die markigen Menschenlinien bei der Nationalhymne oder beim Schwärmen für den gesunden Patriotismus werden wieder Anschlussstellen offenbaren. Oder eben in der hysterischen Abwehr von Kritik und Dissidenz bei solchen Feiern der Identität. So kommt am Ende wieder alles zusammen, einem inneren Kern, der als Tätergemeinschaft bereits faschistischen Terror ausübt, einem erweiterten Kern, der dieser Gemeinschaft immerhin symbolisch und narrativ angehören will, entsprechen Impulse der Faschisierung in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Subsystemen und diese wiederum finden reichlich Partialfaschismen als Instrumente und Waffen in einem bereits von rechts aufgerufenen Kulturkampf. Und dieser Vorgang wiederum wird durch einen Nebelvorhang der neoliberalen Bürgerlichkeit verborgen, der bewusst und unbewusst die kritische Erkenntnis von Faschisierung, von Partialfaschismen und sogar vom Wirken faschistischer Tätergemeinschaften verhindert. Diesen Nebel gilt es zu lichten, damit Antifaschismus Staat und Gesellschaft nicht aus der Verantwortung entlässt, all diejenigen, die schon heute wissen, wovon sie später nichts gewusst haben werden. An welchem Punkt ein Faschisierungsprozess noch aufhaltsam oder gar umkehrbar ist, das ist schwierig zu sagen. Ebenso schwer zu entscheiden ist, wann ein Partialfaschismus sich vollständig mit dem Prozess endgültig verbunden hat. Aber was durchaus zu verhindern ist, das ist die Ignoranz, die Blindheit, die Gleichgültigkeit und die klammheimliche Komplizenschaft von Staat und Gesellschaft. Und was die Projekte von Demokratie und Liberalismus anbelangt, so ist nicht die Frage, sind sie noch zu retten, sondern ist die Frage, ob sie noch zu verändern sind. Ohne tätigen Antifaschismus laufen auch Ökologie, Feminismus, Antirassismus, Kosmopolitismus oder Pazifismus ins Leere.
Ohne tätigen Antifaschismus läuft vieles ins Leere, Pazifismus etc. Ein sehr komplexer Vortrag. Ich danke Georg Seslen an dieser Stelle sehr herzlich. Ich habe es einleitend schon gesagt, er hat durchaus einige Absätze aus diesem Essay in der Sichel verwendet, aber auch einiges Neues hier in dieser Bildcollage, in diesem, also mit einer Bildcollage unterlegten Vortrag gebracht. Er verfolgt unser Gespräch, unser kommendes Gespräch ab jetzt auch im Stream, und ich darf jetzt Judith Götz und Ines Geipel zu mir auf die Bühne bitten. Judith Götz ist Literatur- und Politikwissenschaftlerin, Genderforscherin, Rechtsextremismus-Expertin und Redaktionsmitglied von Kontext 21 oder XX1. 21, ja, sowie LIGRA, Liga gegen Rassismus und Antisemitismus. Sie hat verschiedene Lehraufträge publiziert. Eine Publikation: Frauenrechte und Frauenhass, Antifeminismus und Ethnisierung von Gewalt. Ich gehe deswegen ein bisschen ausführlicher jetzt noch auf dieses Buch ein, weil im Gegensatz zu Ines Geipel, die auch morgen noch mit ihrem Buch hier präsent sein wird, das bei Ihnen nicht der Fall ist. Das ist ein Autorenkollektiv, Feministische Intervention, besteht vor allem aus Mitgliedern des Forschungsnetzwerkes Frauen und Rechtsextremismus, der Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit, und die betreiben Recherche, Forschung und Analyse und verorten dabei an einer Schnittstelle zwischen antifaschistischem und feministischem Aktivismus und Wissenschaft. Und dieses Buch haben Eike Sanders, Anna Oberg und Judith Götz verfasst, also Frauen, Sternrechte und Frauenhass, Antifeminismus und Ethnisierung von Gewalt. Und ich zitiere jetzt noch ein bisschen etwas. Antifeminismus will die Errungenschaften der queer-feministischen Bewegungen zurückdrehen. Durch Begriffsumdeutungen, Angriffe auf reproduktive Rechte, Ressourcen und Gleichstellungsmaßnahmen, Akteur, SternInnen der extremen Rechten, Konservative und die Anführungszeichen gesellschaftliche Mitte treffen sich in einer Ideologie von Frauen, Sternhass und LGBTIQ, Sternfeindlichkeit. Sie vereint der Wunsch nach einer binären Geschlechterordnung und einer Männlichkeit, die gemeinhin als Anführungszeichen toxisch, Anführungszeichen ähnlich bezeichnet wird. Antifeminismus kann auch tödlich sein. Der Glaube an männliche Vorherrschaft stellt die Basis für sexualisierte Gewalt, Femizide und Terrorismus dar. Paradoxerweise hat die Rechte, Frauenrechte, dort für sich entdeckt, wo die weiße Frau als Opfer eine scheinbar neue Mobilisierungskraft entfalten kann. In Kandel, Chemnitz oder Wien. Eines dieser Bilder, die wir gesehen haben, deutsche Frauen, hat darauf auch angespielt. Ines Geipel, deren Buch Schöner neuer Himmel morgen wir noch vorstellen werden, Schöner neuer Himmel aus dem Militärlabor des Ostens. Ines Geipel ist Schriftstellerin und Professorin für Verskunst an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Sie floh 1989 nach ihrem Germanistikstudium aus Jena nach Westdeutschland. Über Wien. Sie hat mir zuerst auch verraten, dass sie auch schon einmal vorgehabt hat, eine Dissertation zu schreiben über Marie-Therese Kirschbaumer. Ich war schon ziemlich weit. Ja. Die dann nicht zustande gekommen ist, aber sie kennt sich mit Marie-Therese Kirschbaumer aus. Und sie studierte, also das ist dann in Westdeutschland, Philosophie und Soziologie. Sie lebt in Berlin und hat vielfach zu Themen der Geschichte des Ostens publiziert, zuletzt den Spiegel-Bestseller Umkämpfte Zone. Erhielt zahlreiche Preise, sowie auch
Judith Götz. Und das wissen Sie auch, sie war eine Spitzensportlerin der DDR und hat sich intensiv mit der Problematik Körperlichkeit via Doping beschäftigt, weil sie das selbst auch erlitten hat und hat zur Aufklärung dieser Zusammenhänge, die durchaus Ost-West-Zusammenhänge auch sind, sehr viel beigetragen. Beide am Podium kannten den Text von Sesslen in der Sichel. Den Vortrag haben Sie jetzt zum ersten Mal gesehen. Wir haben uns ausgemacht, dass wir für das Gespräch einen offenen Rahmen haben. Ich kann natürlich Fragen stellen und das leiten, aber ich habe im Vorgespräch schon auch verstanden, dass von beiden durchaus die Intention ist, dass sie einmal von sich aus zu Sesslen und zu der generellen Thematik Stellung nehmen. Wer möchte beginnen? Na, dann muss wohl ich beginnen. Einen schönen guten Abend auch von mir, auch in das ferne Bayern zugeschalten. Danke für die Anmoderation, für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Und ja, ich habe den Text in der Sichel gelesen und freue mich aber jetzt, dass in dem Vortrag schon noch ein paar vertiefende Ergänzungen vorgenommen wurden, die ich im Text beim ersten Lesen auch ein Stück weit bemängelt hätte. Unter anderem ist im Text ja vom hilflosen Antifaschismus die Rede und es wird nicht näher erläutert, warum dieser Antifaschismus hilflos ist, beziehungsweise was hilflosen Antifaschismus ausmacht. Und das, finde ich, hat jetzt dieser Vortrag aber nochmal gut auf den Punkt gebracht und ergänzt, wo da sozusagen diese Schwachstellen liegen oder die Versäumnisse, beziehungsweise auch die verlorenen Kämpfe, wie das der Herr Sesslen ein Stück weit erläutert hat. Und ich persönlich fühle mich da sehr angesprochen als Rechtsextremismusforscherin, Expertin, die eben sich tagtäglich sehr viel mit diesem ganzen Mist beschäftigt, sehr viel Recherche betreibt und genau diese beschriebenen, also von Georg Sesslen beschriebenen Tätigkeiten ausführt, nämlich zu analysieren, zu kritisieren, immer wieder darauf hinzuweisen. Aber letztlich ist mir durchaus auch bewusst, dass ich damit Teil der Feuerwehrpolitik bin, in dem Sinne, als dass ich immer wieder versuche, dort hinten nachzulaufen, wo es am stärksten brennt und versuche, dort zu löschen. Und dementsprechend wundert es mich nicht, dass dieses Fazit vom Herrn Sesslen so fatalistisch ausgefallen ist, dass hier nicht nur Versäumnisse stattgefunden haben, sondern auch, dass bestimmte Kämpfe verloren wurden. Dennoch würde ich sagen, ich glaube, es ist wichtig, hier nicht aufzugeben, also der Faschisierung nicht gänzlich ihren Lauf nehmen zu lassen oder diesen Lauf weiter so vor sich gehen zu lassen, meine ich damit. Und Herr Sesslen hat das ja sehr gut beschrieben, die Faschisierung der Normalität und die Normalität der Faschisierung. Und ich glaube, was wir hier brauchen, ist genau eine Entwöhnung von dieser faschisierten Normalität und sich wieder zu empören, wieder zu erkennen, genau das, was ich versuche immer wieder zu kritisieren, die Problematiken, die sich einfach durch die Faschisierung der Gesellschaft ergeben. Das mal so als erstes. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung nach Wien. Ich bin sehr gern gekommen. Ich meine auch, es gibt eine Differenz zwischen dem Text hier in der Sichel und dem Vortrag jetzt. Und würde auch, merke, dass ich so ein bisschen eine Schwierigkeit habe mit der Zwangsläufigkeit, die der Text entwickelt. Und würde auch gern Sie nochmal fragen, ich kann ja jetzt Herrn Sesslen nicht fragen, offenbar gibt es hier ein ganz klares Verständnis von dem Begriff des Antifaschismus. Ich komme aus der ostdeutschen Diktatur. Ich bin sozusagen unter einem roten Antifaschismus sozialisiert worden und das war Kommunismus. Und was ich jetzt
in diesem Kontext des Textes mich gefragt habe, ob nicht der Text als solcher auch schon ein Stück weit eine Derealisierung ist, weil wir können ja eigentlich diesen Faschismus, und da komme ich auf den Begriff des Antifaschismus zurück, gar nicht anders besprechen im Moment, als dass wir in einer Welt nach dem 24. Februar sind. Und ich habe mich ein bisschen gewundert, Herr Sesel macht hier ganz stark, dass Putin nur von Nazis spricht und nicht von Faschisten. Das stimmt tatsächlich nicht. Ja? Also Putin spricht bei den Ukrainern ganz eindeutig von Faschisten. Und er arbeitet nun ganz ausdrücklich mit dem Nimbus des Antifaschismus. Und ich glaube, diese Verwischung dieses Begriffes, ich glaube, von hier aus gibt es da eine andere Definition als in der Welt, in der ich sozialisiert wurde. Ich glaube, dass diese Trennschärfe müssten wir wahrscheinlich im Gespräch herstellen. Ja, zunächst vielleicht das als Einsatz. Ja, Frau Geibel, verstehen Sie das jetzt nicht polemisch, aber also die DDR hat ja quasi den Antifaschismus in der Staatsverfassung festgelegt, ja. Auferstanden aus Ruinen. Und natürlich ist es eine Differenz, ob man sozusagen hinter oder vor dem, unter Anführungszeichen, antifaschistischen Schutzwall aufgewachsen oder geboren ist. Mhm. Bei Sesslen, würde ich sagen, ist seine Analyse vor allem des, also der kulturindustriellen Produkte, um das einmal so zu bezeichnen, ja, ja. Die ja sehr kodiert sind von diesen Faschismen, also sehr schön sind diese Szenen aus dem Bergdoktor, wir könnten das Traumschiff verwenden, er hat auch eingespielt das Signet meines Nicht-Lieblingssenders Servus TV, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, so ein bisschen, und da gibt es natürlich eine Differenz. Deswegen ist es mir auch sehr wichtig, dass Sie da hier sind. Was die Ukraine betrifft, also ohne dass ich jetzt sozusagen die Sesslen-Position da irgendwie analysieren möchte, und das ist ein bisschen das Manko, dass er nicht selbst dabei sein kann, es gibt natürlich auch plausibel ein bisschen, das kann man schon auch sagen, es gibt auch gewisse Faschismen, die auf ukrainischer Seite auch bei auftretenden Politikern dort sichtbar sind. Ich habe heute bekommen ein Bild, wo der Präsident der Ukraine ein sehr symbolisches T-Shirt trägt, wo so Darth Vader-Figuren und so ähnliches drauf sind. Das hat er gerade angehabt. Also diese Symbolik, die auch am Maidan aufgetreten ist, gehört nicht zu denen, die da von vornherein sagen, das ist alles so, wie manche sagen, die faschistische Ukraine. Aber Faschismen und faschistische Symbole spielen da auch eine Rolle. Und der Putin-Faschismus ist ein eigener Faschismus. Naja, warum ich das überhaupt gebracht habe, ist, dass ich schon glaube, dass wenn wir im Oktober 2022 sprechen, wir von einem zeitgenössischen Faschismus sprechen müssten. Ja? Und wir haben alle das Buch Catherine Bolton, das Putin-Netz gelesen und die Synapsen zwischen Wien, Zug, Berlin, London. Und ich glaube, das politische Thema wäre doch, wie wir, also der Westen, praktisch unsere Verstrickung in diesen neuen Faschismus zum Thema machen und aufarbeiten, glaube ich. Ja? Also in Deutschland geht es jetzt ganz aktuell um den Untersuchungsausschuss, weil es natürlich eine große Frage und Debatte ist, was hat die Sozialdemokratie, aber eben auch AfD und die Linke in den letzten Jahren im Zusammenhang mit Russland gemacht. Ja, so, also diese Themen, die ja doch, das ist mir völlig helle, dass es eher um Kulturphänomene geht. Ich werbe aber ganz stark dafür, dass wir in einer Realität sind, in einem Krieg sind und dieser Krieg ja nun ausdrücklich auch zu Putins Faschismus gehört.
Ja, wir haben ja das Phänomen, dass Vertreter der österreichischen Rechten und einer Rechtspartei, die im Kern eine Nachfolgepartei der NSDAP ist, also ist nachweisbar, dass das so ist mit dieser Partei, dass die ja sehr starke Verbindungen zu Russland haben und aufgebaut haben. Wir wissen das von der französischen Rechten, wir wissen das von der italienischen Rechten, die jetzt wieder an der Macht ist, und wir haben schon, und deswegen war mir diese Ismar Seslen mit seinem Vortrag und mit seinen Texten sehr wichtig, dass wir sozusagen eine kulturelle Kodierung haben nach 1945, die eine Fortsetzung ist, die übrigens, wenn ich das so sagen darf, als jemand, der nicht in der DDR sozialisiert wurde, aber sich viel mit der DDR beschäftigt hat, diese Art von faschistischer Symbolik, die gab es in der DDR auch. Was ich ja sagen wollte, dieser Antifaschismus war in großen, in weiten Teilen Faschismus. Das ist ja das Problem. Also deswegen bin ich eben für die Erweiterung auch. Und glaube ich, wir müssen über, das sind ja große Begriffe, die sehr viele Etappen haben, sehr viele Etagen haben. Glaube ich, müssen wir genauer sprechen, was ist der Antifaschismus, den Sie meinen, und was ist der Antifaschismus, unter dem wir sozialisiert wurden. Also ich muss da natürlich massiv widersprechen. Ich finde, das ist eine wirklich untragbare Verharmlosung des Faschismus, den Realsozialismus der DDR zu vergleichen mit faschistischen Regimen, denen zigtausende Menschen zum Opfer gefallen sind. Das ist in der DDR einfach schlichtweg nicht der Fall gewesen. Es wurde keine systematische Massenvernichtung betrieben. Moment, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, in diesem Faschismus steckten Teile, faschistische Elemente. Und das ist, glaube ich, sehr eindeutig. Es geht um dieselben Phänomene, ja, Führerkult, Mythologisierung der Gesellschaft und so weiter und so fort. Das kann man durchbuchstabieren. Es ist eine reine Mythengesellschaft gewesen mit sehr, sehr, sehr vielen Opfern. Der UKG, der große Opferverband, zählt aktuell 3 Millionen Unrechtsopfer der DDR. 3 Millionen. Also ich würde sagen, man muss trotzdem hier schärfer differenzieren und zwischen autoritären Regimen, die durchaus eine Staatsideologie vertreten wollen, aber trotzdem allein schon, wenn man sich das Menschenbild anschaut, das sozusagen im Faschismus vorherrscht, und das Menschenbild einer linken oder kommunistischen, realsozialistischen Staatsideologie, würde ich sagen, gibt es massive Unterschiede. Und welche? Im Faschismus, welche im Hinblick auf die Opfer? Wirklich, auch auf die Zahl der Opfer. Es ist immer heikel, mit Zahlen zu operieren, aber schauen Sie sich den Stalinismus an. Also dafür plädiere ich eben sehr, dass wir nicht allein sozusagen diesen modernen Mythos Westeuropas anschauen. Und das ist doch genau der Punkt, das ist doch die Auseinandersetzung, die wir im Moment führen, auch durch die Ukraine-Geschichte. Hier ist ein Land, das zum Mehrfachopfer wurde, durch Hitler, durch Stalin, und sich aus dieser Veropferung heraus versucht zu befreien. Und da haben wir überhaupt gar nichts zu entscheiden, sondern da haben wir eigentlich nur alle mögliche Kraft und Mittel bereitzustellen, denke ich. Ja, eindeutig. Ja, weil dort jeden Tag seit über einem halben Jahr Menschen massakriert werden. Eindeutig. Das ist unsere Pflicht. Ich finde, dass irgendwie in diesem Gespräch sehr viel von dem eigentlich sich widerspiegelt, von dem, was Georg Seslen auch beschrieben hat, als diesen Einheitsmischmasch, wo irgendwie nicht mehr differenziert wird. Ich lasse Sie auch ausreden, ich würde Sie bitten, mich auch ausreden zu lassen. Sie unterbrechen mich ständig, ich finde das irgendwie unangenehm und auch keine angenehme Debattenkultur. Ich finde auch diese Externalisierung, also in dem Text von Seslen geht es in einem Satz geht's um Putin, und die überwiegende Mehrheit, ich würde sagen 99,9% des Textes, bezieht sich auf die österreichisch-deutsche postnationalsozialistische Gesellschaft und die schleichende Faschisierung, die hier zu beobachten ist.
Und das, was wir jetzt gerade in dem Gespräch erleben, ist ein Wegblicken von dem, was hier passiert und den faschistischen Gefahren und Tendenzen, die hier vonstatten gehen, mit denen wir uns, wie Seslen auch, würde ich sagen, aufruft, appellierend auseinandersetzen müssen. Und stattdessen richten wir den Blick und auf die Ukraine und Russland, was natürlich in heutigen Zeiten dringend notwendig ist, wenn auch aus meiner Perspektive nicht mit so simplifizierenden Analysen und Antworten. Aber ich denke schon, dass es notwendig wäre, gerade in der Auseinandersetzung mit diesem Text und diesem Vortrag, den Blick stärker auf die Verhältnisse hier zu richten und eben sich auch nicht zu so einem Einheitsmischmasch hinreißen zu lassen, wo dann alles gleich ist und alles ist Faschismus und alles sind Opfer. Und ich denke mir, es gibt so viele Beispiele aus der aktuellen Welt. Gestern wurden in Bratislava zwei schwule Männer erschossen von einem rechtsextremen Attentäter. In den USA hat ein 15-Jähriger wieder 5 Menschen erschossen. Es gibt so viele Anknüpfungspunkte, die wir in dieses Gespräch mit einbeziehen können. Die Ukraine ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Gleichzeitig gibt es aber auch so viele andere Länder auf dieser Welt, wo Krieg herrscht, wo sich niemand dafür interessiert. Und da würde ich schon sagen, auch damit muss man sich auseinandersetzen, mit dem Eurozentrismus unserer Perspektiven, auch irgendwie mit den mangelnden Unterstützungsangebote für Dissidenten aus Russland, mit Systemkritikerinnen in Russland. Und mir ist das zu unterkomplex, zu sagen, alles ist Faschismus. Dieser Satz ist in keiner Form gesagt worden, sondern ich habe gesagt, in dem Land, in dem ich sozialisiert wurde, gab es einen Antifaschismus, der zentrale Elemente des Faschismus beherbergt hat. Und das ist belegbar, das ist analysiert, da gibt es genügend Arbeiten darüber. Und ich plädiere eben dafür, dass nach dem 24. Februar ein Faschismusbegriff eine Erweiterung erfährt. Und das, würde ich denken, ist nicht unterkomplex, sondern das ist eine Bitte. Na, ich glaube auch, dass dieses Plädoyer durchaus legitim ist. Ich unterstelle Ihnen sicher nicht diese Gleichung, die gang und gäbe ist. Also Faschismus ist gleich Kommunismus. Ich glaube auch, dass da unterschiedliche Menschenbilder und anderes sind. Ich glaube auch, dass man gewisse Dinge, vielleicht kann ich das anekdotisch fassen. Es gibt, also mir hat ein Major der NVA, der ein letzter Absolvent der Leninschen Militärakademie in Moskau war, wie er zurückgekommen ist, hat die DDR nicht mehr existiert, der hat mir gesagt, dass die Offiziere der DDR in Moskau nicht mit ihrer Uniform ausgehen durften in Moskau, weil alte Veteranen glaubt haben, die Wehrmacht ist wieder da, weil die Uniformen so ähnlich geschnitten waren und so. Das ist ein interessanter Aspekt, auch diese Art von einem gewissen, und ich bin nur mal nicht der durchgängige Gegner der DDR oder so, warum sollte das sein? Ich bin bekennender Linkssozialist und bin auch teilweise kommunistisch, theoretisch sozialisiert, aber es gibt also eine Art von deutschen Stechschritt-Kommunismus, der uns auch immer auf eine gewisse Weise suspekt war. Mir hat vieles wird diese Jugendformation geheißen, die in der DDR, die, helfen Sie mir, Freie Jugend, FDJ, die hat mich auf eine gewisse Weise ein bisschen erinnert, oftmals auch vom klingenden Liedgut, nicht von den Texten, ja, an die HJ, also dass diese Dinge gibt. Aber nur einmal diese Art von Faschisierung, die natürlich auch über einen Krieg eine unglaubliche Bewegung jetzt hat. Ja. Die Frage stellt sich auch, welche freie Werte, westlichen freien Werte werden denn in der Ukraine verteidigt? Ne? Was sind diese freien Werte, die wir dort jetzt alle zu verteidigen haben? Und diese Werte, also die Wertegemeinschaften, die kodierten, aus denen wir kommen im Westen, ja, die postfaschistische und neofaschistische wesentlich sind und die,
und Seslan zeigt es sehr eindeutig, in allen kulturindustriellen Ereignissen weiter immer sozialisieren. Er hat ein Foto gezeigt, da bin ich ständig in einem Diskurs, der Gruppe Laibach aus Slowenien, die seit den 80er Jahren mit faschistischen Symbolen sehr zynisch spielt. Und alle meine Freunde Linke in Slowenien sagen mir, das ist keine faschistische Gruppe, ich halte sie für eine faschistische Gruppe. Er hat das nur in einem Foto gezeigt. Und es gibt da eine Menge, das ist ein Konglomerat. Also ich neige zu der These zu, dass die Faschisierung voranschreitet. Wir haben eine Faschisierung generell in Europa, durchgängig, und die geht auf Kosten von die üblichen Gruppierungen, Minderheiten, Abweichende von der Normen, die Normen werden wieder sozusagen recycelt, ne? Und es wird alles auch sehr geschickt digital betrieben. Es gibt einen Digitalfaschismus. Digitalisierung, also ich sage es mal so, Ästhetisierung ist ein wesentlicher Aspekt der Faschisierung, Digitalisierung ist leider auch ein wesentlicher Aspekt. Und wir können natürlich dann auch über Totalitarismen sprechen, ne? Warum ich das angesprochen habe, hat ja natürlich auch damit zu tun, und das wissen wir alle, dass sich seit diesem 24. Februar nicht nur Europa, sondern die ganze Welt kategorisch verändert hat. Ja? Wir sind alle unter Druck gekommen. Ja? Und ich finde, an der Stelle kann Ursache und Wirkung nicht verwechselt werden. Also in der Frage, wer ist der Aggressor? Ja, die Frage nach dem Aggressor ist eindeutig jetzt in dem Fall. Also der Krieg geht von Russland aus nur. Es ist ja durchaus legitim, die NATO als Aggressor zu sehen. Wir haben das immer so gesehen. Also ich erinnere an die 80er Jahre, Friedensbewegung etc., NATO-Doppelbeschluss etc. Ja. In der Zwischenzeit ist es ja so, dass man, wenn man NATO-kritisch oder NATO-Gegner ist, dann ist man im Diskurs eigentlich schon in Österreich und in Deutschland völliger Außenseiter, und das wird nicht mehr verstanden. Also ich habe nur das Privileg, einen Pass zu haben aus einem europäischen Land, das nicht NATO-Mitglied ist, ne? Aber de facto sind wir es. Und das möchte ich auch, sollte man auch mal sehen. Also ich verstehe Sie schon mit dem, was Sie sagen, ja? Nur ich glaube, dass da vorher schon viele andere Sachen passiert sind. Also die ganze NATO-Politik ist extrem, ich sage es mal, diplomatisch problematisch. Und zwar seit lange vor 1989. Ich glaube, es lassen sich ja auch viele aktuelle Beispiele finden, auf welche Kosten das geht. Also die starke Rolle von der Türkei jetzt gerade in der NATO, und dass die Türkei Rojava bombardiert und Kurdistan, und dass niemanden interessiert, um nur ein Beispiel zu nehmen. Auch wie massiv die Türkei Schweden und Finnland unter Druck gesetzt hat mit der Auslieferung von politisch Geflüchteten etc. Und das sind alles Themen, die ich finde, in so einem Diskurs ebenso relevant sind und eben nicht nur die Solidarität mit der angegriffenen Ukraine. Und dementsprechend würde ich auch sagen, dass diese ganze geopolitische Situation höchst komplex ist und es sehr schwierig ist, da einfache Antworten darauf zu finden, einfach Position und Stellung zu beziehen, sondern da ganz viele Faktoren reinspielen. Ich hätte trotzdem noch ein Interesse, über den hiesigen Faschismus zu sprechen. Ich würde mich freuen, wenn wir schaffen würden, das Gespräch nochmal dahin zu lenken. Ich greife ein Schlagwort auf, der Digitalisierung des Faschismus. Ich würde dem absolut zustimmen. Die extreme Rechte in Österreich, aber auch in ganz Europa, hat früher denn je und früher als alle anderen politischen Lager das Internet für sich erkannt und schafft es auf diese Art und Weise sehr eindrücklich und mit großen Resonanzräumen hier ihre politische Propaganda zu verbreiten, was sicher auch
viel über die angesprochenen Ästhetiken und Symboliken passiert, aber genau da würde ich sagen, ist auch genau dieser metapolitische, vorfaschistische Raum einer, den wir näher betrachten müssen, also beispielsweise Influencerinnen, die schöne Landschaftsbilder posten, so wie wir sie hier jetzt im Video gesehen haben, und historische Bauten, traditionelles Essen, malerische Landschaften etc., wo es genau darum geht, eben diese schönen, vermeintlich schönen ästhetischen Bilder dann eben mit nationalistischen Parolen aufzuladen und dadurch halt eben auch sowas wie Heimatgefühle zu stärken und das eben nicht für alle Personen auf den ersten Blick erkennbar. Und ich da denke, dass genau hier auch Wachsamkeiten notwendig wären, diese Form der Ästhetik auch zu entlarven und als diese Orte, wo metapolitische Auseinandersetzungen stattfinden, zu erkennen. Bevor ich den Raum öffne und wenn jemand das Bedürfnis hat, Fragen zu stellen oder auch einen kurzen bitte Comment, möchte nur mal Frau Geipel schon etwas zu Ihnen sagen, was Sie vielleicht überraschen wird. Wir haben ja morgen noch die Gelegenheit, dass wir sprechen. Ich halte Sie für eine Linke. Ich bin eine Linke. Ja, ich wollte es auch sagen. Ja. Weil nicht, dass das jetzt da so vom Podium weggeht, ja, so wie das jetzt der Verlauf war. Sie können das alle, wenn Sie Zeit haben, und ich appelliere, dass Sie da kommen morgen, wenn wir über das Buch Schöner neuer Himmel sprechen, die Art und Weise, wie Ines Geipel aufklärerisch agiert, ist in der Tradition der klassischen Linken. Und sie sagt es auch, sie ist eine Linke. Dass es innerhalb der Linken zu verschiedenen Positionen unterschiedliche Haltungen gibt, ist auf dem Podium jetzt auch ein bisschen klar. Ja, dagegen ist ja auch überhaupt gar nichts zu sagen, aber ich sitze natürlich hier, weil ich diese Differenz schon aufmachen will. Ja, es gibt einen Auslöschungskrieg in Europa und wir sprechen über popkulturelle Phänomene, das halte ich für wichtig, ohne Frage, und auch die partiell Faschismen in den neoliberalen Gesellschaften, aber wir sind in einer anderen Realität. Und wenn wir dafür keine Lösung finden, für diese Art des Faschismus, wird es uns nicht mehr geben. Wir können ein bisschen vielleicht das Saallicht ein bisschen in die Höhe fahren, super, damit ich auch Gesichter erkennen habe. Hat jemand von Ihnen das Bedürfnis, sich in das Gespräch einzubringen? Gibt es, ja, Mikro bitte für. Ich glaube, wenn es in der Dunkelheit erkenne, Karl-Heinz Delvo. Ja, ja. Ich hätte mich sonst auch vorgestellt, damit Sie wissen, ja, wer ich bin. Also Karl-Heinz Delvo, auch ehemaliges Mitglied der Roten Armee-Fraktion. Nicht? Also es empört mich tief, kann ich nur sagen, von bestimmten Dingen, die Sie sagen, obwohl ich Ihnen ja recht geben würde, dass der Realsozialismus, dass dem jedes emanzipatorische Element am Ende abhanden gekommen ist. Aber diese Gleichsetzung, die ja aus irgendwie auch einem Totalitarismus kommt, der Antifaschismus in der DDR hatte einen faschistischen Kern gehabt oder ist in sich faschistisch gewesen, das ist für mich genauso schwer erträglich wie Ihre Aussage, dass ich am 24. eine ganz neue weltweite Situation ergeben hat. Vielleicht hat sich für Europa eine andere Situation ergeben. Für die Welt hat sich keine andere Situation ergeben. Die Kriege hat es schon immer gegeben. In diesem Beitrag, in diesem kleinen Heftchen von Herrn Sesel, ist ja auch ein Beitrag von mir. Mir ist die ganze Zeit eben nur eingefallen, dieses Zitat von Madeleine Albright, als sie gefragt worden ist, ob 500.000
tote Kinder im Rahmen des Irakkrieges nicht ein zu hoher Preis sind, dann sagt die Dame, nein, das glaubt sie nicht, das ist nicht so. Und dann, und vor diesem Hintergrund, was der Westen an Verbrechen in diese Welt gebracht hat, aber wirklich an Verbrechen, finde ich es wirklich unsäglich hinzugehen und zu sagen, jetzt in dem Moment, wo auf einmal der Westen selber angegriffen worden ist und ich verurteile diesen Krieg von Putin und ich habe mit Putin nichts am Hut, glauben Sie mir das wirklich, das ist für mich nur ein innerimperialistischer Verteilungskrieg, der hier gerade stattfindet. Und deswegen weigere ich mich, auf die Seite des Westens hinzustellen und zu sagen, wir müssen in diesem Verteilungskrieg, müssen wir die als Sieger herausgehen und wir müssen diesen russischen Staat sozusagen zum fünften Mal, das ist ja schon in der Geschichte mehrfach den Versuch gegeben, den müssen wir endlich niederschlagen und dann wird die Welt besser. Das wird sie einfach nicht. Entschuldigung, ich wehre mich ein bisschen dagegen. Das sind Sätze, die ich nicht gesagt habe. Ich habe gesagt, die Souveräne, es geht darum, die... Auslöschungskrieg, die ist, haben Sie gesagt. Bitte? Auslöschungskrieg, haben Sie eben gesagt. Das ist Ihr Wort. Aber das ist belegt. Es gibt eine Auslöschungsfibel, ein Handbuch der Auslöschung der Ukraine. Das ist doch ein Fakt. Also, nein, der Fakt ist, drei Millionen Tote. In meiner Geschichte, aus der ich komme, gibt es 3 Millionen tote Vietnamesen. Es gibt die Millionen, die damals in Indonesien umgebracht worden sind. Es gibt die Geschichte in Chile. Es gibt. Da müssen wir doch jetzt nicht drüber reden. Das möchte ich jetzt hier nicht im Moment. Ich rede diese Toten nicht weg. Ich rede auch die Sauereien, die Verbrechen des Westens nicht weg. Aber ich bitte Sie darum, den Blick zu öffnen im Hinblick auf diese Traumadimension im Osten und die Millionen Toten. Und dass das so eine Disbalance hat, auch in der Debatte, also ich fühle mich jetzt hier ein bisschen merkwürdig, weil ich ja offenbar hier alleine diese Stimme habe. Ich plädiere sehr dafür, warum kann die Ukraine das nicht für sich entscheiden, wie weit sie in diesem Krieg und wie weit sie in dieser Verteidigung gehen will. Es ist ein mehrfach traumatisiertes Land. Also wenn Sie durch die Ukraine fahren, dann fahren Sie im Grunde nur über Massengräber, über fast 100 Jahre. Und dass Sie nicht einfach eine Kniebeuge machen und sagen, okay, Putin, komm und nimm uns hier. Niemand, das habe ich auch nicht vertreten, dass Sie eine Kniebeuge machen. Aber die Moralisierung, die Sie an dieser Stelle ich komme Ihnen nicht mit Moral, sondern ich habe nur gesagt, bitte lassen Sie die Ukraine das selbst entscheiden, diese Auseinandersetzung, diesen Konflikt zu führen. Es ist dieser Konflikt, endlich aus dieser Folge der Dauerveropferung herauszutreten. Und egal, was wir sozusagen aus unserer Perspektive des Westens annehmen, was die Ukraine denkt, sie hat das Recht, diese Auseinandersetzung zu führen und diesen Kampf zu führen. Sie kann diese Auseinandersetzung nur mit westlichen Waffen führen. Ja, sicher, das ist so. Und es ist auch richtig, dass wir sie geben. Ja, das stell ich in Frage. Ihre Position ist vielleicht jetzt hier auch eine Minderheitenposition. Ansonsten ist sie eine Mehrheitsposition. Da muss ich nur in die Zeitung schauen, zumindest jedenfalls das, was das offiziell ist. Nein, die politischen Entscheidungen. Haben doch gehört, was gestern die UNO entschieden hat im Hinblick auf diesen Krieg. Ja, es ging ja hier um die Frage auch des Faschismus. Ich wollte nur einen Widerspruch. Doch, ich finde das schon wichtig, Widerspruch. Es ist eine zeitgenössische Form des Faschismus, dieser Putinismus. Wissen Sie, und ich vertrete, dass das, was hier im Westen läuft, die Verobjektivierung des Menschen, die Objektstellung, die Durchkapitalisierung des ganzen Lebens, würde ich als andere Form des Faschismus bezeichnen. Und da beziehe ich mich jetzt, da kommen wir ja vielleicht am Sonntag in der Diskussion, wenn wir über Pasolini reden, dann komme ich vielleicht in Bezug auf Pasolini darauf, wenn er in den 70er Jahren von der anthropologischen Mutation gesprochen hat und gesagt hat, die ist das, was im Westen mit dem Konsumgesellschaft, mit dem Hedonismus, mit
mit der Auslöschung der Vergangenheit des Individuums läuft, ist schlimmer als das, was der Nazifaschismus und was der offene Faschismus gemacht hat. Weil da kommt der Zugriff von außen. Inzwischen leben wir in einer Welt, in der die Menschen das, was in der sie leben, so internalisiert haben, dass sie diese Dinge freiwillig machen. Wir hatten hier bei einem der letzten Sachen hier zur Literatur im Herbst, hatten wir auch Milo Rau hier gehabt. Der hat diesen wunderschönen Satz gesagt, die zwischen oben und unten sind vereint im gleichen Traum, nämlich im Traum vom luxuriösen Tod. Und das meinte das auf einer anderen Art und Weise. Hier ist das Subjekt längst an die Wand gestellt, kann ich nur sagen, von der Konsumgesellschaft. Und deswegen ist die Frage der Faschisierung, ich stimme Ihnen mit, ich bin, wie gesagt, ich möchte das wirklich betonen, ich habe mit Putin nichts am Hut und ich bin niemand, der jetzt aus der Zeit der Sowjetunion sagt, das hat noch irgendetwas damit zu tun. Das ist ein oligarchischer Kapitalismus, aber das, was wir hier im Westen haben, das ist ein liberaler Kapitalismus. Und, und das ist einfach diese Kämpfe, die hier stattfinden zwischen einem liberalen Kapitalismus und einem oligarchischen Kapitalismus. Und dann, und da würde ich Sie vielleicht fragen, ob Sie was dazu sagen können, bei diesem liberalen Kapitalismus sehe ich aber seit auch vielen, vielen Jahren, und das ist etwas, was ich als Staatsfaschisierung bezeichnen würde, auch die Tendenz, die Gesellschaften autoritär zu strukturieren. Das ist mir, wenn ich es mir Herrn Seeselens Beitrag, den ich auch sehr schätze, vielleicht auch ein bisschen zu kurz gekommen, dass man vom Kulturellen auch ein bisschen wegkommt und sich anschaut, was passiert eigentlich innerhalb dieser Gesellschaft, was passiert innerhalb der Staatlichkeit, dass das so strukturiert wird, dass man eigentlich mit dem Autoritären, das man in China sieht und das man natürlich in Russland hat, eigentlich möchte man auch gerne ein bisschen mithalten, denn es ist wunderbar in einer Gesellschaft, die zunehmend in bestimmte Strukturen eingepasst werden muss, damit die Ökonomie noch funktioniert, dass man da auch einen autoritären Zug reinbringt. Und das ist etwas, was ich, also auch, wo ich die Frage aufwerfen würde, wie weit geht das mit der Staatsfaschisierung hier? Das ist vielleicht eine Anregung an Sie, ich will aber hier nicht... Also über Pasolini werden wir noch am Sonntag in der Alten Schmiede in der Matinee reden, bevor ich, Sie waren angesprochen, Judith Götz, möchte nur sagen, was die Zurichtung der Körper für kapitalistische Verwertung betrifft, also diese ganze Biometrik etc., der neue Mensch, da hat, und vor allem auch den militärisch-industriellen Komplex, der damit verbunden ist, davon wird Frau Geipel aus eigener Erfahrung und aus tiefer Recherche morgen aus ihrem Buch auch noch einiges berichten. Sie waren angesprochen. Ja, ich glaube, wenn ich mich korrekt erinnere, dann spricht Seeselen einmal im Text oder zumindest im Vortrag von der Komplizenschaft von Staat und Gesellschaft in diesem Prozess der Faschisierung. Und ich würde Ihnen da auf jeden Fall recht geben, dass die Analyse des Staates sowohl im Text als auch im Vortrag auf jeden Fall zu kurz kommt. Ich würde Ihre Einschätzung teilen, dass wir es mit einer Faschisierung auch der Staats Konstruktionen sozusagen zu tun haben. Also das beobachten wir jetzt auch schon seit geraumen Jahren, beispielsweise in Ungarn, aber auch in Lateinamerika unter der Regierung von Bolsonaro, wo letztlich eigentlich rechtsextreme AkteurInnen massiv daran beteiligt sind, den ganzen Staat umzustrukturieren und eigentlich demokratische Institutionen von innen auszuhöhlen. Also da sieht man auch genau dieses Prozesshafte, wo immer einfach noch ein Schritt weiter und noch ein Schritt weiter und einfach unterschiedliche Personengruppen auch betroffen sind, insbesondere Minderheiten, deren Rechte einfach sukzessiv zurückgenommen werden, wo es auch darum geht, kritischen Journalismus zu verunmöglichen, überhaupt oppositionelle Parteien zu verunmöglichen, denen die Resonanzräume zu entziehen. Und auch insbesondere in der Türkei haben wir das ja auch erlebt und erleben es auch gerade vor den kommenden Wahlen wieder, zu sehen, wie hier
hier einfach auch Amtshaber, und es sind in der Regel Männer, einfach Gesetze so umbauen, dass sie ihnen Wahlerfolge garantieren, beziehungsweise die fortdauernde Ämter sogar da festgeschrieben werden. Und ich glaube, dass sich an diesem Beispiel eben genau dieses Prozesshafte und auch diese Normalisierung und diese neuen Realitäten sehr gut festmachen lassen, eben mit diesem immer noch einen Schritt weiter und die Gewöhnungseffekte an diese neuen Normalitäten, die uns auch gar nicht mehr wachrütteln, weil wir auch uns schon so daran gewöhnt haben, dass eins der Nachbarländer wie Ungarn beispielsweise eigentlich die letzten Jahre, wenn nicht sogar ein Jahrzehnt, eigentlich diesen Umbau betrieben hat. Wenn ich nochmal was, also sehr, mir ist aufgefallen bei der Lektüre eures Buches, die Parole Feminismus oder Barbarei, die kenne ich anders, Sozialismus oder Barbarei. Und vielleicht kann man noch ein bisschen was ansprechen, mit was toxische Männlichkeit betrifft. Ich sage das jetzt ein bisschen polemisch. Als linker Mann bin ich ja quasi bezüglich toxischer Männlichkeit immun. Toxische Männlichkeit ist ja typisch für rechts, für rechte Männer. Oder täusche ich mich? Ja, ich glaube, Sie wissen selber, dass Sie sich dabei täuschen. Das Patriarchat ist ebenso wie der Kapitalismus ein allumfassendes System, und das kann man nicht so leicht ausziehen wie ein Hemd, diese patriarchale Sozialisation. Insofern gibt es natürlich auch in der Linken viele Männer, die toxische Praxen an den Tag legen. Grundsätzlich würde ich sagen, es ist wichtig, hier dem Begriff toxisch auch kritisch gegenüberzustehen, weil in dieser Metapher immer enthalten ist, es gäbe sowas wie eine heilbare Männlichkeit oder eine nicht giftige Männlichkeit. Und wenn man halt eben Analysen des Feminismus ernst nimmt oder feministische Gesellschaftskritik, dann liegt ja genau in diesen patriarchalen Geschlechterverhältnissen, ebenso wie eben der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, die Wurzel allen Übels, kann man sagen, also einfach die Basis und Grundlage für einengende Geschlechterrollen, Zuschreibungen, Normierungen etc. Und dementsprechend machen wir uns in dem Buch eben für einen Feminismus und gegen die Barbarei stark, der Geschlechterverhältnisse ganz neu denken möchte und im Sinne von geschlechtlicher Vielfalt und auch wegkommen von diesen einzwängenden, einengenden Geschlechterrollen. Aber um nochmal auf die rechten Männer und Männlichkeiten auch zurückzukommen, auch das würde ich sagen, ist ein Punkt, der in der Analyse von Seslein im Text noch kürzer kommt als im Vortrag, also dass neben den von ihm genannten Wurzeln der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaftsordnung natürlich auch das Patriarchat eine große Rolle spielt und da Faschismus auch nicht ohne die mit ihm verbundenen patriarchalen Strukturen so einfach möglich wären, die einfach auch auf ganz klaren Geschlechtervorstellungen aufbauen. Und auch das ist etwas, wo ich sagen würde, das erleben wir gerade sehr stark, und daran lässt sich auch die Faschisierung der Gesellschaft festmachen, dass es einfach einen enormen Backlash gibt, ein enormes Rollback, wo versucht wird, die feministischen Errungenschaften der letzten Jahre und Jahrzehnte wieder rückgängig zu machen, bestimmte Selbstverständlichkeiten, Selbstbestimmungsrechte von Frauen wieder zunehmend in Frage zu stellen und eine vermeintlich natürliche patriarchale Gesellschaftsordnung wiederherstellen zu wollen, um männliche Vorherrschaft und Privilegien abzusichern.
und dass das tödlich sein kann, wie eingangs auch aus unserem Klappentext vorgelesen, haben wir in den letzten Jahren auch sehr, sehr oft erlebt, also nicht nur gestern in Bratislava. Ich würde sagen, dass Queerfeindlichkeit, LGBTQI-Feindlichkeit ebenso ein Teil von antifeministischer Ideologie ist, weil es einfach auch gegen geschlechtliche Vielfalt, gegen die Vielfältigkeit von unterschiedlichen Sexualitäten, Begehrens, Lebens- und Liebensformen geht und versucht, hier eben eine Heteronormativität stark zu machen und alles davon Abweichende im besten Fall nur zu diskreditieren, im schlimmsten Fall halt eben zu bekämpfen und auch auszulöschen und zu ermorden. Und es ist einfach ein trauriges Fakt, dass auch in den rechtsterroristischen Anschlägen der letzten Jahre, sei es Christchurch, sei es Halle, sei es El Paso, Antifeminismus eine ganz große Rolle gespielt hat in der Legitimation dieser Taten. Also die Täter haben ja nicht selten Manifeste hinterlassen, wo sie ganz explizit sich darauf bezogen haben, dass der Feminismus dran schuld sei, dass die Welt untergeht, weil der Feminismus den Männern die Wehrhaftigkeit nimmt, sie zu schwachen Kuschelbären erzogen haben, die nicht mehr in der Lage sind, ihr Volk und ihr Vaterland zu verteidigen, aber auch die Frauen dazu drängen würde, keine Kinder mehr zu kriegen, sodass die autochthone Gesellschaft aussterben würde und durch zugewanderte Menschen ersetzt wird. Also das ist dieses Verschwörungsnarrativ, das sich immer wieder in den Manifesten der Attentäter findet und letztlich auch als Grundlage herangezogen wurde, um unzählig viele Menschen zu ermorden. Und wo ich auch sagen würde, das ist definitiv eine unterschätzte Gefahr, vor allem weil sich eben über diese Ausverhandlungen oder diese Ablehnung von Feminismus sehr viel von einer anderen Form von Common Sense herstellen lässt. Also Herr Seslen hat ja einen sehr positiven Begriff von Common Sense. Ich kenne den eher aus rechtsextremen Diskursen, wo sich auf den gesunden Menschenverstand bezogen wird, dahingehend, dass man sowas wie die vermeintlich natürliche Geschlechterordnung anruft und sagt, ja, das sind ja überhaupt keine rechten Positionen, sondern die Mehrheit der Gesellschaft denkt halt, dass es nur Männer und Frauen gibt und identifiziert sich auch damit, dass genau diese Vorstellungen sehr tief in der Gesellschaft verankert sind und AntifeministInnen da auch gute Anknüpfungspunkte finden können für die Verbreitung ihrer Ideologie, die dann im schlimmsten Fall nicht nur Gewalt in sich birgt und nicht auf der sprachlichen, rhetorischen Ebene stehen bleibt, sondern auch zu einer Gewalt der Taten führt, wie sich an diesen Anschlägen gezeigt hat. Funktioniert das so? Ja, gut. Peter Gluchy, Wiener, mehr kann ich zu mir nicht sagen. Ich habe ein bisschen ein Problem mit dieser übermäßigen Aufzählung dessen, was schlecht ist. Seslen hat ja schon eine breite Palette angeboten, was Faschisierung betrifft, und Sie führen das weiter. Mich würde interessieren, warum gibt es keine Maßnahmen, keine Institutionen, keine Bevölkerung, keine Gesellschaftsschicht, die dagegen etwas macht. Das würde mich interessieren, was Sie dazu sagen. Wieso gibt es keinen Widerstand? Alleine erklärt dadurch, dass wir alle quasi durch Massenmedien verdummt sind, das ist mir zu wenig. Ja, ich habe das vorhin auch gedacht, im Grunde im Zusammenhang mit dieser Zwangsläufigkeit, und es ist vielleicht nicht ganz legitim, aber ich wollte es doch spontan bringen. Ich habe gestern das Semester beginnt und es gibt einen neuen Schauspieljahrgang an der Hochschule. Ich arbeite an der Busch in Berlin, also an der Schauspielhochschule. Und da sitzen 25 junge Leute, die sind durch diese ganzen Krisengeschichte, die haben das durchdiskutiert, sie haben eine Haltung dazu, sie sind hochpolitisch. Sie hören zu, sie stellen genaue Fragen, sie wollen in Aktion gehen. Also wo ich gedacht habe, wow, was ist das für eine neue Generation, die jetzt kommt, die praktisch die Krisenhaftigkeit oder das macht nicht sofort eine Gesellschaft anders, aber ich wollte wenigstens dieses Element mal bringen, dass es auch ein anderes gibt. Ja, so. Und ich gebe Ihnen sicherlich recht, dass
Das fällt mir aber auf, zumindest an den Universitäten, zum Beispiel nächste Woche wird ein Forschungsverbund interventionistische Künste in Berlin an der Humboldt-Universität gegründet. Also dieses Problem, dass über die, welchen Begriff wir auch immer nehmen, Online-Kapitalisierung, also diese Hypermedialisierung von Gesellschaft, Kritik und Reflexion ziemlich ins Rutschen gekommen ist. Ich glaube, das Problem ist angekommen und es gibt wenigstens einen Tidenstrom oder ein Dagegen. Ja? Also, dass sich Instanzen, aber auch Menschen, Einzelne dagegen aufstellen. Ich glaube eben, wie gesagt, es gibt genügend Bücher, die geschrieben haben, vor 100 Jahren hätte es diese Zwangsläufigkeit nicht geben müssen, ja, die dieses 20. Jahrhundert so extrem gemacht hat. Und ich glaube auch nicht an die Zwangsläufigkeit im Jetzt. Ich glaube, dass es eine grundsätzliche Problematik gibt, dass sozusagen die antifaschistischen Aktivisten, die den Faschismus noch als KZ-Überlebende oder was immer, ja, dass die sind nur mehr Einzelne da. Es gibt in Österreich das Dokumentationsarchiv des Widerstands, es gibt natürlich antifaschistische Antifa-Aktionen, aber ich habe den Eindruck, dass das alles, wenn ich mir anschaue, wie die Sozialdemokratie, die einmal sozialistische Parteien geheißen haben, wie das dort zu einer gewissen, es gibt in Österreich diesen Februar, 12. Februar Gedenken jedes Jahr, das ist eine Art Mini-Folklore geworden, da gibt es keine Transmission mehr innerhalb der Partei zur Jüngeren, es gibt es bei den Gewerkschaften nicht mehr, wenn ich mich erinnere. Ich bin sozialisiert in der österreichischen Gewerkschaftsjugend an die Zeitschriften der 60er, 70er Jahre, was da noch Beiträge waren in den Gewerkschaftszeitungen mit einer klaren antifaschistischen Haltung und dann, was bei Sesslen auch drinnen ist, dass die Rechte auf eine gewisse Weise eine Hegemonie hat, also im Sinne von Gramsci, die haben das tatsächlich gekapert, die machen das auch relativ geschickt. Und die haben irgendwie eine Diskurshoheit, die sich auch eben sehr stark in diesen populärkulturellen Erzeugnissen widerspiegelt. Und ich habe so eine Haltung, wie soll ich sagen, ich bin im Sinne Gramsci ein Pessimist des Gedankens und nur Restoptimist der Tat, indem wir dann auch versuchen, solche Veranstaltungen und solche Gespräche zu führen. Das vielleicht ein bisschen eine Antwort zu Peter Kluche, wobei ich bin ja da der Moderator und soll mir da nicht so viel inhaltlich raushängen. Gibt es im Publikum... Sie haben aber jetzt von Österreich gesprochen, oder? Jetzt einmal von Österreich, aber ich könnte es auch auf Deutschland ausweiten, ich könnte es auf Italien ausweiten. Ich habe viele Erfahrungen gemacht mit italienischen Genossinnen und Genossen in den 70er Jahren. Wir könnten über Jugoslawien reden. Ja. Also der Zerfall Jugoslawiens hat zu einer Faschisierung von gewaltigem Ausmaß geführt. Also Kroatien ist durchfaschisiert. Ja. Da ist die Ustascha an der Macht. Das ist ein bisschen überspitzt formuliert, aber das ist so. Also ich spreche nicht nur von Österreich, aber ich spreche natürlich von Österreich aus. Und ich weiß nicht. Ich würde da schon noch gerne was ergänzen, auch weil ich ja tatsächlich auch viel Kontakt zu sozialen Bewegungen habe. Und ich würde sagen, es gibt all diese Menschen, von denen Sie gesprochen haben, die Gruppen, die Organisationen, die Zivilgesellschaft, die gibt es alle. Die kämpfen halt sehr stark gegen Windmühlen, würde ich sagen. Und letztlich, ich bin ja auch in der politischen Bildung und Rechtsextremismusprävention tätig, letztlich weiß man ja auch in dieser Form von Arbeit eigentlich gar nie, was man alles noch verhindert hat, weil das lässt sich nicht bemessen in Zahlen.
Weil aber jetzt das Stichwort Kroatien und Ustascha gefallen ist, es gibt in Österreich schon auch ein paar antifaschistische Erfolgsstories, auch wenn sie sich sehr stark auf historische Ereignisse beziehen, aber dass das SS-Veteranentreffen am Ulrichsberg in Kärnten Koroschka gekippt wurde, ist Antifaschistinnen zu verdanken, dass das Ustascha-Treffen in Bleiburg-Plieberg inzwischen nicht mehr in der Größe stattfinden kann, sondern nur mehr in Form eines kleinen Gedenkgottesdienstes, ist auch das Verdienst von Antifaschistinnen, die da jahrelang dagegen kampanisiert haben und Aufklärungsarbeit betrieben haben und sich diesen Horden auch teilweise in den Weg gestellt haben. Also ich würde sagen, es gibt diese Personen sehr wohl, aber sie bekommen offensichtlich nicht immer die gleiche mediale und gesellschaftliche Aufmerksamkeit und sind auch sehr oft mit Repression konfrontiert. Frau Geppel, möchten Sie noch etwas sagen? Naja, ich könnte jetzt noch sagen, dass es eben auch eine linke Kampagnenkultur gibt gegen Leute, die Aufklärung machen im Hinblick auf Diktaturgeschichte. Ja, also sind das Linke, Frau Geppel? Ja, das sind Linke, eindeutig. West- und Ostlinke. Also die, die jetzt gegen Sie in Medien kampagnisieren? Beispielsweise, ja. Eindeutig. Also das ist eine unheilige Allianz, also zwischen einem Alt-Stasi-Netzwerk, aber auch linksextrem aus dem Westen. Das wird morgen ein bisschen, gibt es nur irgendjemanden, der... Ganz hinten. Bitte eine kurze Frage, wir sind schon relativ komplex und relativ weit. Na, zuerst der Herr hinten und dann, oder die, je nach, also der Herr, wie gar nicht. Bitte ja, kurz. Ich möchte ganz eine kurze Frage in den Raum stellen. Meine größte Angst in einem größeren globalen Bogen von vielleicht 15, 20 Jahren sehe ich sozusagen die größte Gefahr der Faschisierung in den ökologischen Krisen, die auf uns zukommen. Und mir fehlt eigentlich sozusagen die Fantasie, wie wir das in einer liberalen Form bewältigen können. Also da glaube ich, werden unsere Demokratien massiv unter Druck kommen und mich würde wirklich interessieren, ob Sie dazu auch was sagen könnten. Möchten Sie, Frau Geppel? Naja, ich kann das nur bestätigen. Das ist ein absolut zentraler Punkt, ja, der natürlich die Demokratien nochmal in unwahrscheinliche Weise unter Druck setzen wird. Das liegt auf der Hand. Das ist aber ein Problem mit Ansage. Ja. Also das es nützt ja auch nichts, jetzt zu sagen, das haben wir zusammen verschlafen, sondern es wird ein heiliger Spagat, wo es nicht klar ist, wie das ausgeht. Also das ist wir sind in einer bitterernsten Situation, das ist klar. Wenn Sie mir erlauben, keine Frage zu stellen, sondern eine Bemerkung abzugeben, ich spare mir dann den Umweg, die Bemerkung in eine Frage zu verpacken, aber ich habe mich äußerst unwohl heute gefühlt hier bei manchen Äußerungen. Ich muss es, wenn es vielen wahrscheinlich nicht passt oder Wiederholung ist, durch die Hintertür der Ukraine einem überfallenen Staat die Verteidigung absprechen zu wollen, insofern als dass man Waffenlieferungen unterbinden will, das halte ich für geradezu obszön. Und ich möchte, weil heute hier so oft auf die Geschichte Bezug genommen wurde, ja, auf das Lend-Lease-Abkommen der USA 1941 verweisen. Ohne die Waffenlieferungen aus den USA wäre nicht nur Großbritannien untergegangen, Holland, Belgien und so weiter, übrigens beide neutral, hat aber nichts genützt, Frankreich besetzt geblieben, Österreich besetzt geblieben, ja, die nordischen Staaten besetzt geblieben. Es wäre vor allem, bitte bei Schukow nachzulesen, das ist jener Marschall, der Berlin befreit hat, später Verteidigungsminister war, es wäre die Sowjetunion untergegangen. Ja, und ich sage Ihnen ein paar Zahlen dazu, für die Leute, die nicht wissen, worum es da geht, um welche Größenordnungen. 427.000 LKW, 15.000 Panzergeschütze, 15.000 Flugzeuge, 2.000 Lokomotiven, damit das Zeug von Vladivostok an die Westfront, an die Front kommt. Und Ernährung für 15 Millionen Menschen. Die Soldaten und Soldatinnen, die in Wien einmarschiert sind, die hatten Essen aus Kanada im Tornister, ja, Sherman-Panzer. Schauen Sie mal die Bilder genauer an, die Raketenwerfer Stalins, die waren auf Fahrgestellen von Studebaker und so weiter. Also wer die Idee der Befreiung hat,
vom reichsdeutschen oder nazideutschen Regime. Und wer nicht will, dass sich das neue russische Regime ausdehnt auf die Ukraine, vielleicht auch auf Moldawien und andere Länder, so wie in Belarus, und das ein Vasallenstaat wird, der möge jetzt bitte sich zusammendenken, was da notwendig ist. Ansonsten passiert nämlich genau das, was sie nicht wollen, dass wir dort nicht nur ein neoliberales Regime haben in der Ukraine, sondern völlig inhumane, jenseitige Verhältnisse. Weiter will ich es gar nicht treiben heute mehr, aber es war wirklich teilweise zum Übelwerden, was man da an Äußerungen, die fachlich auch noch nicht einmal halbwegs qualifiziert waren, hören musste. Entschuldigung. Nein, das brauchen Sie sich gar nicht entschuldigen. Also ich sage einmal, das ist ein durchaus legitimes Statement in einem öffentlichen Diskurs. Erlauben Sie mir nur die Bemerkung, ich habe schon auch meinen Schukow gelesen, und die Frage als Moderator, ob das mit westlichen Waffen sein muss, die dürfen Sie mir dann schon noch zugestehen, wenn ich das einbringe, damit eine Debatte entsteht. Insofern ist ja offensichtlich auch jetzt Ihr Beitrag entstanden. Gibt es noch jemanden, der sich zu Wort melden möchte? Ich sehe das nicht. Möchten Sie als Gäste am Podium noch etwas? Naja, vielleicht auf dieses Statement jetzt, das letzte, der Dreh- und Angelpunkt ist der Hitler-Stalin-Pakt, glaube ich, in dem Kontext. Ja. Und damit, ja, genau. Das war der Punkt heute, den ich hier setzen wollte, die Bitte sozusagen, den Vorhang endlich auch aufzumachen mit Blick auf Osteuropa und diese sehr, sehr große Traumalandschaft. Judith Götz. Ich werde mich weiterhin um den Faschismus hier kümmern und auch wenn er hilft, also mein praktizierter Antifaschismus hilflos sein mag, mich weiter um das Dokumentieren, Kritisieren, Analysieren kümmern. Ich möchte mich noch einmal bedanken bei Georg Sesslern, bei Ihnen beiden, Judith Götz und Ines Geipel. Wir haben morgen noch einmal die Gelegenheit, mit Ihnen, Ines Geipel, das sind zwei Lesungen, wo korrespondierende Elemente bei beiden Autorinnen sind. Also Sie können morgen noch einmal Ines Geipel sehen um 18 Uhr, zwischen 18 und 19.30 Uhr. Ich danke auch allen, die mit Statements und Fragen beigetragen haben. Das ist so der Versuch, in einem, sag ich mal so, Themenfeld, das ich und wir als Veranstalter für relevant halten, nämlich Faschismus und Faschisierungen, unterschiedliche Positionen auch, aber das einmal zumindest in einem Gesprächsraum zu haben. Morgen um 15 Uhr geht es weiter mit Amanda Michalopoulou. Wir stellen ihr Buch, soeben bei Pahö Books erschienen, Warum ich meine beste Freundin tötete, vor. Dann wird Erich Klein zwei ukrainische Autorinnen, Olesya Waremchuk, von der Sie auch einen Text finden in unserer Hammerzeitung, und Oksana Sabuschko vorstellen. Hildegard Keller und Ines Geipel habe ich schon erwähnt. Um 20 Uhr dann wird Angelika Reitzer, Wenke Mühleisen und Karin Harasser vorstellen. Wir freuen uns, wenn Sie morgen wieder kommen. Oder auch am Sonntag, wo es um 11 Uhr in der Alten Schmiede weitergeht mit der Pasolini-Matinee. Das restliche Sonntagsprogramm entnehmen Sie bitte dem Folder. Ich verweise auf unseren famosen Büchertisch von der Buchhandlung A. von Peter Bettelheim betreut. Und es gibt für diejenigen, die auf den Geschmack gekommen sind, was die Bücher von Georg Sesslern betrifft, heute ausnahmsweise das Buchpaket Georg Sesslern, Markus Metz, Freiheitstraum und Kontrollmaschine, der vielleicht kommende Aufstand des nicht zu Ende befreiten Sklaven, dazu noch Corona-Kontrolle oder Nach der Krise ist vor der Katastrophe und Corona-Kontrolle, die zweite Welle, Corona und Kultur. Alle drei Bücher heute
Es gibt 30 solche Pakete zum Vorzugspreis, 50% ermäßigt für 30 Euro. Wir freuen uns, wenn Sie morgen wieder bei uns sind. Ich danke insbesondere euch beiden sehr herzlich. Applaus